Guten Abend, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem legendären SO36 im Herzen Kreuzbergs oder wie manche sagen würden, im Herzen des Clanlandes. Sie alle wissen ja, was das Thema der heutigen Auftaktveranstaltung ist, Clankriminalität. Und ich bin zuversichtlich, dass wir Sie zumindest mit einem sicherlich versorgen können, nämlich mit einer aufschlussreichen und kontroversen Diskussion zu diesem Thema. Und bevor wir einsteigen, erlauben Sie mir kurz einmal die Teilnehmer kurz vorzustellen. Dort drüben Stefan Kohnen, Strafverteidiger in Berlin, Vorsitzender der Vereinigung Berliner Strafverteidiger, hier engagiert in der Ausbildung von Rechtsanwälten und gelegentlich auch Verteidiger von Mandanten aus dem Milieu, das hier heute Abend eine Rolle spielen wird. Direkt neben mir Falko Lieke von der CDU, bis vor kurzem stellvertretender Bürgermeister von Berlin-Neukölln, also dem Epizentrum des Geschehens in gewisser Weise, seit neuestem Sozialstadtrat eben dort. Zu meiner Linken Professor Tobias Singelnstein von der Ruhr-Universität Bochum, Kriminologe und in dieser Kapazität mit dem Thema befasst. Zuvor lange Zeit, wenn ich richtig informiert bin, an der Freien Universität hier in Berlin gewesen. Und ganz links, bühnenrechts, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht, Mohammad Shahrour, Musikproduzent, Schauspieler, Komponist und vielen von Ihnen möglicherweise ein Begriff, weil er einen sehr interessanten Podcast mit 12 Folgen rund um dieses Thema zusammen mit seinem Kollegen Markus Steiger produziert und in ihre Ohren gebracht hat. Der heißt Clanland, deswegen habe ich mir diese Anspielung erlaubt. Sie sehen also, wir haben eine Menge unterschiedlicher Perspektiven auf dieses Thema. Das kann nur gut sein. Und bevor wir in einen direkten Austausch gehen, würden wir gerne von jedem der Teilnehmer einige prägnante Minuten lang ihre Positionierung zur Kenntnis nehmen und wir wollen beginnen mit Stefan Kohn. Vielen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das sind ja im Wesentlichen Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, die uns heute Abend hier begleiten. Als Strafverteidiger sage ich, dass der sogenannte Clan-Begriff aus meiner Perspektive eigentlich ein medialer ist. Also er ist kein juristischer Begriff. Und auf diese medial aufgeworfene Frage der Clankriminalität, was immer das sein mag, darüber werden wir sicher heute diskutieren, wird die Antwort gesucht, hauptsächlich oder unter anderem auch medial in Strafprozessen. Und ich behaupte, dass die Suche von Antworten auf diesem Felde eigentlich eine größere Gefahr für den Rechtsstaat ist als Clans, wenn sie so genannt werden, jemals darstellen können. Warum? Wir haben aus gutem Grund in der Bundesrepublik seit 1949 ein Tatstrafrecht. Das Strafrecht ist das schärfste Schwert, was der Staat führen kann gegen seine Bürger. Und dementsprechend muss es natürlich auch limitiert sein. Und ein Tatstrafrecht, das in unserer Verfassung ja auch verankert ist, verbietet es eigentlich eine täterorientierte Strafverfolgungspolitik und vor allen Dingen auch Strafprozesse täterorientiert abzuhalten. Das droht mit diesem sogenannten Clan-Begriff zu kippen, indem eine täterorientierte Strafverfolgung immer mehr gefordert wird. Es gibt Papiere, auch aus der CDU Neukölln, die fordern unter anderem, dass Straftaten von sogenannten Clan-Mitgliedern automatisch als Bandenkriminalität zu sehen werden. Und das heißt, im Prinzip droht das, was der Rechtsstaat eigentlich all seinen Rechtsunterworfenen verheißt, nämlich die Unschuldsvermutung im Strafprozess, droht in eine Schuldvermutung bei bestimmten Familiennamen zu kippen. Das wäre rechtsstaatlich ein so gravierender Rückschritt, wie ihn kein noch so archaisch oder patriarchalisch geprägter Clan jemals hier erreichen könnte. Es ist auch aus anderem Grund, meine ich, eigentlich eine Zumutung, in dem Sinne täterorientierte Strafverfolgung zu betreiben, wenn wir uns anschauen und wenn wir auch als Verteidiger in solche Prozesse gehen, wo Personen mit bestimmten Namen auftauchen, dann ist natürlich durch die mittlerweile mediale Begleitung die Schöffen, die
eigentlich unvoreingenommen, die noch nicht mal das wesentliche Ergebnis der Anklage hören dürfen, sind vorgeprägt durch diese medialen Namen. Das gefährdet natürlich auch einen fairen Strafprozess. Der Richtereid besagt, dass ohne Ansehen der Person zu urteilen ist, das ist das, was Richter schwören. Der Clan-Begriff fordert, in Ansehung der Person über diese Angeklagten zu urteilen und kollidiert da meines Erachtens auch schon mit dem Richterbegriff, mit dem Richtereid. Ein ganz wesentlicher Punkt scheint mir aber auch zu sein, dass wir als Juristen, als Strafverteidiger, aber auch teilweise mit der öffentlichen Meinung und Wahrnehmung aneinander vorbei diskutieren. Und das liegt daran, dass es überhaupt keinen verbindlichen Begriff dieses Phänomens überhaupt gibt. Was ist eigentlich Clankriminalität? Und die Frage, wie soll der Staat gegebenenfalls darauf antworten? Und das Fehlen dieser Definition macht es natürlich in einem Strafprozess, wo wir mit Begrifflichkeiten arbeiten, gegen die man sich verteidigen kann und soll, macht es praktisch fast unmöglich, sich gegen dieses wabernde Vorurteil, durch den Gerichtssaal wabernde Vorurteil zu verteidigen. Ganz abgesehen davon, dass der Clan-Begriff natürlich in keiner einzigen Strafnorm auftaucht, allerdings von den Gerichten erwartet wird, diesen entsprechend dann zumindest von der öffentlichen Meinung einzupreisen, um nicht dann als Kuscheljustiz am nächsten Tag durch die Medien gescholten zu werden. Insofern muss man sagen, dass der Clan-Begriff auch, wenn er als zumindest die medial und im gerichtlichen Raum auch rezipierte, wesentliche Komponente der Erwartung an ein Urteil durch die Gerichtssäle wabert, die Auflösung von Formen mit sich zu bringen droht. Und die Frage, ob man das Ganze, wenn man es in juristische Formen presst, nicht als kriminelle Vereinigung dann begleiten müsste oder zumindest anklagen müsste, der entzieht man sich dann und das kommt subkutan, kommt es im Gerichtssaal deutlich wahrnehmbar in Zeugen, Polizistenaussagen und so weiter zu diesen Schwingungen. Deswegen wäre mein Fazit, dass der Clan-Begriff eigentlich die größere Gefahr für den Rechtsstaat ist, als es die Clans meines Erachtens, wenn es sie überhaupt gibt, darüber werden wir auch noch diskutieren, und was das ist, überhaupt jemals sein könnten. Vielen Dank. Herr Lieke, ich freue mich jetzt schon auf Ihre Statements. Genau, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bin kein Jurist, ich bin Politiker, ich bin seit 10 Jahren Jugendstadtrat gewesen, Sie haben es anmoderiert, seit 4. November bin ich jetzt Sozialstadtrat, habe da mit Blick auf das Jobcenter aber auch Anknüpfungspunkte. Ich möchte ganz kurz erklären, warum ich überhaupt zu diesem Thema gekommen bin, denn als ich Jugendstadtrat wurde, war das Thema Clans natürlich medial auch in irgendeiner Form präsent, aber gar nicht so in meinem Fokus. Ich habe mir angeschaut, dass wir in Neukölln seinerzeit 2011 über 100 jugendliche Straftäterinnen und Straftäter hatten, also überwiegend sind Straftäter, die wenigsten davon sind junge Frauen oder Mädchen. Und ich habe mir die Frage gestellt, was kann man eigentlich tun dagegen? Denn mein Ansatz war es, Straftaten von jungen Menschen, teilweise auch schon von Kindern, zu vermeiden, zu verhindern. Also was können wir präventiv sozusagen auf die Schiene setzen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch erstmal die Lage einschätzen, ein Lagebild bekommen, um überhaupt Ausmaß und Umfang, das klang bei Herrn Rechtsanwalt Kohn ja auch schon so ein bisschen durch, überhaupt erstmal einschätzen zu können, damit wir auch politisch daraus was machen können. Ich habe dann festgestellt, dass in diesen Straftätern, die in 3 Kategorien in Berlin eingeordnet werden, nämlich einmal die kiezorientierten Mehrfachtätern bis 5 Straftaten im Jahr, die Schwellentäter bis 10 Straftaten im Jahr und die Intensivtäter ab 10 Straftaten im Jahr, wo die überhaupt herkommen, die Menschen. Also gibt es irgendwo Anknüpfungspunkte oder Hinweise aus bestehenden Familienstrukturen. Auch diese Frage ist ja als solches schon hier und da auch kritisch zu stellen. Ich finde, dass wir trotzdem diese Informationen auch brauchen, um eine bessere Einschätzung vom Lebensumfeld der Kinder und der Jugendlichen überhaupt zu bekommen. Und Sie wird es jetzt nicht überraschen, aber der Großteil stammt nicht von den einschlägig bekannten Familien, die in der Presse immer durch den Pressewald wandern.
Aber das Phänomen als solches ist ein wichtiges politisches Phänomen. Und auch Kinder oder Jugendlichen aus einschlägigen Familien sind darunter. Als ich tiefer eingestiegen bin in diese ganze Systematik, haben wir versucht, in Neukölln auch ein kleines Lagebild zu erstellen. Und siehe da, wir haben in Neukölln bezogen auf die Kinder- und Jugendkriminalität, das war immer mein Fokus, festgestellt, dass es eine Familie gibt, die besonders heraussticht. Und da haben wir gut 250 Straftaten, das sind keine abgeurteilten Straftaten, sondern Straftaten in der Ermittlung teilweise, in der Anklage oder auch in der gerichtlichen Bewertung von 23 jungen Täterinnen und Tätern. Und ich finde, das ist schon großes Kino, ehrlich gesagt. Und wenn, da kommen wir sicherlich nachher auch nochmal drauf, wenn wir das bewerten, warum ist das eigentlich so? Warum sticht eine Familie in Neukölln besonders hervor, was jugendliche Straftäter angeht, dann hat das seinen Grund. Denn Kinder und Jugendliche werden nicht als Straftäter geboren, sondern sie werden dazu gemacht. Und das ist für mich ein jugendpolitischer Ansatz, zu schauen, wie können wir das verhindern. Da gibt es unterschiedliche Instrumente, die wir mit Sicherheit nachher auch nochmal diskutieren. Ich habe dann, als ich tiefer eingestiegen bin in die ganze Debatte, auch mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter 2018, 2019 ein entsprechendes Positionspapier mitentwickelt. Und da ist auch der Versuch einer Definition, die können wir vielleicht nachher auch nochmal anreißen, entstanden. Und diese Definition ist weitestgehend übrigens jetzt auch im Lagebild der Berliner Polizei vom Landeskriminalamt weitestgehend übernommen worden. Das war auch einer meiner Kritikpunkte, dass die Politik, da nehme ich meine Partei übrigens explizit nicht außen vor, sondern benenne sie auch ganz konkret, zu lange weggeschaut wurde, zu lange das Problem klein gehalten wurde. Und ich bin auch froh, dass es jetzt auch auf die politische Agenda gekommen ist, dass wir uns Gedanken machen, was ist Clan überhaupt? Das muss aus meiner Sicht übrigens nicht arabischer Clan sein. Das können auch Clans aus Vietnam, aus Südosteuropa, das können auch unter bestimmten Bedingungen aus dem Rocker-Milieu Zusammenhänge sein. Also das ist aus meiner Sicht auch noch nicht klar und eindeutig. Der BDK hat hier eine Zielorientierung auch vorgenommen. Und ich finde auch, und das ist nicht nur die Positionierung auch der CDU Neukölln und der CDU Berlin, sondern auch der CDU Deutschlands. Ich habe dort auf dem Parteitag ein umfassendes Papier vorgelegt, was auch im Bundesfachausschuss Innere Sicherheit seinen Niederklang fand und auch Beschlusslage der CDU Deutschlands ist. Und ich weiter an diesem Thema auch arbeiten möchte, aber im Schwerpunkt weniger repressiv, sondern hauptsächlich präventiv, um es einfach gar nicht so weit kommen zu lassen. Und da werden wir in der Runde hier mit Sicherheit auch noch spannende Ansatzpunkte finden. Vielen Dank soweit erstmal. Sie machen es mir sehr einfach als Moderator, weil die Überleitungen quasi sich von alleine herstellen. Wo kommen die alle her? Mohammad Shahroor, möchten Sie dazu vielleicht etwas sagen? Ich möchte mich erstmal für die Einladung bedanken. Ich bin weder Anwalt, noch bin ich Politiker oder Akademiker. Ich bin einfach nur Künstler. Seien Sie ein wenig nachsichtig mit mir. Für mich ist Clan an sich ein wertfreier Begriff. Ich bin selbst Mitglied eines sogenannten Clans und das allein für mich ist kein Problem. Womit ich allerdings ein Problem habe, ist der Begriff Clan-Kriminalität, weil er unterstellt, dass es sich hier um eine ganz besondere Form der Kriminalität handeln würde, die es ohne Clans gar nicht geben würde. Und was mich noch mehr stört, ist, dass die Begriffe bzw. der Begriff Clan auch ganz ohne Kriminalität, ohne den Zusatz Kriminalität, für Kriminalität steht. Die Worte Clan und Kriminalität werden synonym füreinander benutzt, was dann so weit geht, dass es mittlerweile Menschen aus diesen Familien gibt, die diesen Begriff als beleidigend ablehnen, sich dagegen wehren und sie wollen einfach nicht als solche betitelt werden. Während unserer Promophase für unseren Podcast Clanland ist Markus Steiger und mir aufgefallen, dass dieses Bild Clan gleich Kriminalität fest in den Köpfen der Leute verankert ist. So sagte eine Influencerin, die unseren Podcast zunächst empfohlen hat, dass sie sich wünschen würde, dass da noch irgendwas in Richtung Kriminalität kommen würde, weil man Clans sonst verharmlosen würde. Eine Moderatorin glaubte festgestellt zu haben, hey, euer Podcast, der heißt ja Clanland, aber in der ersten Folge geht es überhaupt nicht um Clans. Wir haben einen Moment gebraucht, um zu verstehen, dass sie sagen wollte, ey, euer Podcast heißt zwar Clanland, aber es geht in der ersten Folge überhaupt nicht um organisierte Kriminalität, weil um Clans geht es im gesamten Podcast über alle 12 Folgen und speziell in der ersten Folge, indem wir den Begriff Clan ausführlich erklären.
Niemand hätte jemals die Frage nach der Kriminalität gestellt, hätten wir Familiengeschichten von Oma Grasulke eingesammelt. Die Frage danach, ob der Bruder eines Kriminellen auch kriminell ist, stellt sich in der Regel bei einer deutschen Familie nicht. Wir müssen aber die volle Breitseite dafür hinnehmen, dass Medien, Politik und Teile der Bevölkerung uns per se eine Kriminalität unterstellen, der wir uns nach ihren Aussagen oder nach ihren Vorstellungen auch gar nicht entledigen können, weil das anscheinend ein Teil von uns, unseres Wesens und unserer Kultur ist. Sätze wie, die kann man nicht resozialisieren, weil sie eben nie sozialisiert worden sind, stellen keine Seltenheit dar, sondern sind salonfähige Diskriminierungen und Pauschalisierungen, die man unter anderem auch im privaten und im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sehen und hören kann. Das heißt, Kriminalität wird kulturalisiert und ethnisiert. Wir kommen da nicht raus. Das liegt uns anscheinend im Blut. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unsere wahre Natur zum Vorschein kommt. So sind sie halt, die Araber. Immer bereit zur nächsten Straftat. Immer bereit zum Verbrechen. Wenn dieses Framing dann erstmal sitzt, was es tut, ist der nächste Schluss folgerichtig auch nur, diese Kriminalität gibt es nur, weil es diese Menschen hier gibt. Gäbe es diese Menschen hier nicht, gäbe es diese Kriminalität hier eben auch nicht. Ich möchte an dieser Stelle auch nicht behaupten oder sagen, dass es keine Clanmitglieder gibt, die nicht kriminell sind oder waren. Das ist ein Problem, das angegangen werden muss, gerade auch von innen heraus. Das ist eine Problematik... Sorry, ich muss ablesen. Aber unserem Familien wird aufgrund einiger Krimineller geschlossen und als Ganzes vorgeworfen, kriminell zu sein. Uns wird vorgeworfen, wenn wir schon keine Mittäter wären, dann wären wir zumindest Mitwisser und würden sogar von dieser Kriminalität profitieren. Ganz so, als würden Kriminelle rumlaufen und jedem davon erzählen, was sie da gerade getrieben haben und ihre neuesten Straftaten per PowerPoint-Präsentation mitteilen. Die Rede vom kriminellen Clan an sich ist aber schon falsch. Eine Bezeichnung wie deutsch-arabische Mafia wäre weitaus treffender, weil die Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung eine persönliche Entscheidung ist, ganz im Gegensatz zu der Zugehörigkeit zu einer Familie. Vor allem nimmt sie auch nicht den Großteil des Clans in Sippenhaft aufgrund der Kriminalität einiger weniger, die entweder unterstellt oder teilweise auch einfach nur vermutet wird. Fakt ist, dass der Begriff der Clankriminalität in der Strafverfolgung keinen weiteren Erklärungswert hat. Es ist kein strafrechtlicher Begriff. Das Strafgesetzbuch nennt für Tätergruppierungen nur Begriffe wie die Mittäterschaft, die Bande, die kriminelle Vereinigung. Clankriminalität kommt im Strafgesetzbuch aber nicht vor. In einem Interview erklärte uns Berlins Innensenator Andreas Geisel aber, was er persönlich für Clankriminalität hält oder was er darunter versteht. Für ihn ist Clankriminalität zum Beispiel Menschenhandel, Falschparken, Frauenverachtung und Missachtung des Brandschutzes. Das heißt, Ordnungswidrigkeiten, Bagatelldelikte und Schwerkriminalität werden miteinander vermengt. Sie werden zur organisierten Kriminalität erklärt, weil sie von jemandem verübt werden, der einer Ashira, einem sogenannten arabischen Clan, angehört. Laut seinem Verständnis von Clankriminalität ist es also so, und dieser Mann ist immerhin für die Berliner Polizei zuständig, dass andere Menschen falsch parken können und es wäre eben genau das, falsch parken. Aber sobald ich das tun würde, wäre das organisierte Kriminalität. Was sich so lustig und absurd anhört, ist allerdings bitterer Ernst, denn es gibt tatsächlich Bundesländer, in denen mein Falschparken in die Statistiken zur sogenannten Clankriminalität einfließen würde und so sähe ein Problem mit einem Mal sehr, sehr, sehr viel größer aus, als es tatsächlich ist. Der Begriff Clankriminalität ist perfide und gemein, weil er uns abverlangt, uns zu rechtfertigen und jedes Mal zu betonen, dass nicht alle von uns kriminell sind. Er drängt uns einen Ausgangspunkt auf, der Kriminalität und ein ominöses oder eben kriminelles Kollektiv impliziert. Er zwingt uns, uns mit den Augen der anderen zu beschreiben und jede Unterhaltung erstmal in diesem Ungleichgewicht zu beginnen. Jedes Gespräch, das ich führe, jedes Interview, das ich gebe, beginnt mit einer Rechtfertigung, dass ich zwar aus einem Clan komme, aber selbst nicht kriminell bin. Hier könnte ich die provokante Gegenfrage aufwerfen, beginnen Sie Ihre Gespräche auch mit der Feststellung, dass Sie zwar Deutsche sind, aber eben keine Nazis? Vermutlich ginge das zu weit. Vielleicht auch nicht, aber vielleicht bekommen Sie eine leise Ahnung davon, was ich meine. Gleichzeitig wird dann auch noch von Seiten der Politik so getan, als hätte man viel zu lange weggeguckt und müsse das Problem jetzt mal so richtig unter die Lupe nehmen. Dabei frage ich mich, auf was nicht geguckt wurde. Auf die sozialen Probleme? Auf die ewige Ausgrenzung, auf die Kettenduldungen, die viele von uns vom Arbeitsmarkt und vom Zugang zur Gesellschaft abgehalten haben, auf die fehlenden Deutschkurse und die sogenannten Altfälle, die Tausende von Menschen in einem unerträglichen Wartezustand gehalten haben? Nein, natürlich nicht. Stattdessen wird so getan, als hätten die antiautoritären Eltern sich viel zu lange auf der Nase herumtanzen lassen und jetzt kommt die Supernanny und räumt mal so richtig auf. Insofern bedeutet dieses Aufräumen und Durchgreifen auch nicht, dass man sich mal mit den Betroffenen hinsetzt und darüber spricht, was man alles besser machen könnte. Es bedeutet nicht mal, die sozialen Missstände unter die Lupe zu nehmen, unter denen übrigens nicht nur die arabische Community, sondern auch der ärmere Teil der deutschen Gesellschaft leidet.
Es bedeutet auch nicht mehr soziale Teilhabe und Mitbestimmung, sondern medienwirksame Razzien, Gängeleien und markige Sprüche. Razzien, deren Ergebnisse in keinem Verhältnis zum Aufwand stehen, aber immerhin den Eindruck vermitteln, dass sich der starke Staat nun nicht mehr auf der Nase herumtanzen lässt. Vielen Dank, Herr Singelnstein. Ja, vielen Dank auch von mir. Einen schönen guten Abend und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich glaube, ich kann ganz gut an das anschließen, was wir gerade gehört haben. Weil aus wissenschaftlicher Sicht, aus kriminologischer Sicht fragen wir uns natürlich auch als erstes, woher kommt überhaupt so eine Kategorie wie Clan-Kriminalität? Wie entsteht die? Wie wird die gebildet? Arbeit von Polizei und Strafverfolgung im Allgemeinen ist ja ein Selektionsprozess. Das heißt, da wird ausgewählt, mit welchen Themen beschäftigt man sich, wo setzt man Schwerpunkte. Das könnte Umweltkriminalität sein, Stichwort Klimawandel, Umweltzerstörung, könnte Waffenhandel sein, Wirtschaftskriminalität, Wirecard-Abgasskandal zum Beispiel. Aber offensichtlich, jedenfalls wenn man in die Medien schaut in den vergangenen Jahren, ist eigentlich die Clan-Kriminalität das größte Anliegen der Kriminalpolitik und in manchen Bundesländern auch der Polizei. Und man kann sich natürlich die Frage stellen und muss sich auch die Frage stellen, warum ist das eigentlich so? Dann kann man auf der einen Seite sagen, gut, es ist halt ein Ausschnitt der organisierten Kriminalität, da werden durchaus auch schwere Straftaten verortet, die müssen bearbeitet werden, die müssen aufgeklärt werden. Und trotzdem bleibt ja die Frage, warum ist es genau der Teil organisierter Kriminalität, der so herausgegriffen wird und bearbeitet wird? Und es stellt sich auch die Frage, warum wird die Kategorie so gebildet, so herauspräpariert, dass auf der einen Seite die Familien insgesamt als Gruppe konstruiert werden, denen diese Straftaten zugeschrieben werden. Und warum wird das Merkmal der Herkunft, nämlich das Wort Clan transportiert eben das Merkmal arabischstämmig, jedenfalls subkutan immer mit. Das sehe ich anders als Herr Lieke. In der öffentlichen Debatte ist Clan gleichbedeutend mit arabischstämmig. Warum wird eigentlich dieses Merkmal durch die Kategorie Clan-Kriminalität so hervorgehoben? Kann man natürlich sagen, dass die Familiengeschichte, die Herkunft vielleicht einen Entstehungszusammenhang neben vielen anderen für bestimmte Formen von Kriminalität darstellt, aber es ist mit Sicherheit nicht der wichtigste, nicht der entscheidende. Wie wir schon gehört haben, es betrifft eben einzelne Personen und nicht ganze Familien. Das wäre also meine erste Frage aus wissenschaftlicher Sicht. Warum, wie kommt es eigentlich dazu, dass diese Kategorie Clan-Kriminalität in den Medien, in der Gesellschaft, aber eben auch durch Kriminalpolitik und durch die Polizei in dieser Form hergestellt wird? Zweite Frage, die sich daran anschließt, ist, warum wird eigentlich diese Form von Kriminalität in ganz besonderer Art und Weise bearbeitet? Ja? Und ich glaube, da können wir verschiedene Besonderheiten beobachten. Die erste ist, dass eben nicht Taten verfolgt werden, sondern dass relativ pauschal Gruppen verfolgt werden und eben nicht eine deutsch-arabische Mafia, sondern diese sogenannten Clans, also eigentlich Familienzusammenhänge. Zweite Besonderheit, es werden eben nicht nur Straftaten verfolgt, es findet nicht nur Strafverfolgung statt, sondern hier wird der sogenannte administrative Ansatz in Ansatz gebracht. Das heißt, es wird geguckt, mit welchen Rechtsgebieten, mit welchen Mitteln kann Verwaltung eigentlich letztlich gegen diese Familien vorgehen, familienrechtlich, steuerrechtlich, gewerberechtlich und eben nicht nur mit dem Strafrecht. Also man könnte davon sprechen, dass es sich um einen umfassenden Bekämpfungsansatz handelt, wie mitunter in der Kriminalpolitik formuliert wird. Weitere Besonderheit, die Kriminalpolitik agiert hier doch sehr unnachgiebig und sehr lautstark. Wenn man sich anhört, wie das in den Medien transportiert wird, ist da eigentlich selten von Prävention die Rede, wie wir es jetzt heute hier gehört haben, sondern wird eher sehr repressiv und schon auch strafrechtlich argumentiert. Und die fast schon interessanteste Besonderheit ist eigentlich die Öffentlichkeitsarbeit, die damit einhergeht, dass also die Razzien in den Shisha-Bars, aber auch Strafverfolgungsmaßnahmen, Maßnahmen familienrechtlicher Art gegen die Familien in der Öffentlichkeit in einer Art und Weise zelebriert werden, die man sonst eigentlich in keinem anderen Deliktsbereich beobachten kann. Und diese Ungleichbehandlung zwischen diesem Deliktsbereich und der Strafverfolgung oder der verwaltungsmäßigen Bearbeitung hier und andererseits in anderen Bereichen, da stellt sich natürlich die Frage, was ist daran anders? Was macht diesen Bereich so besonders, dass Politik, dass Verwaltung, dass Öffentlichkeit offensichtlich davon ausgehen, dass hier was Besonderes passieren muss? Wir haben jetzt schon das Stichwort Ethnisierung von Kriminalität gehört. Es liegt natürlich nah,
dass es rassistische Ressentiments sind, die dahinter stehen und die dazu führen, dass dieser gesellschaftliche Bereich so besonders behandelt wird und ins Auge gefasst wird. Und solche rassistischen Ressentiments, das würde ich sagen, liegen dieser Politik und diesem Verwaltungshandeln nicht nur zugrunde, sondern sie mobilisieren diese Ressentiments, diese Vorurteile und Stereotype auch wieder und stellen sie her. Auf der einen Seite in der Polizei, wir haben in Essen gesehen, dort ist eine Schulungsbroschüre hergestellt worden in der Polizei zu Clans, und wenn man sich die mal durchliest, dann ist es wirklich erschreckend, dass es möglich war, dass eine Broschüre mit so viel rassistischen Ressentiments, Vorurteilen und Stereotypen den Weg durch die Behörde geschafft hat und am Ende dort als Schulungsbroschüre veröffentlicht werden konnte. Aber es bleibt natürlich nicht bei der Polizei, sondern das wirkt auch auf die Gesellschaft insgesamt durch die ganze mediale Debatte und Öffentlichkeitsarbeit, die das Thema mit sich bringt. Drittens, einen Punkt muss ich noch machen. Drittens muss man sich aus kriminologischer Sicht auch die Frage stellen, was bringt das Ganze überhaupt, diese harte, unnachgiebige Vorgehensweise, dieser repressive Umgang mit den Problemen, die wir dort auch sehen. Und ist es nicht vielleicht sogar kontraproduktiv? Wir wissen alle, dass Strafrecht kein besonders gutes Mittel ist, um gesellschaftliche Probleme zu bearbeiten, weil es Probleme nicht löst. Wir haben hohe Rückfallquoten und so weiter und so fort. Aber es löst die Probleme nicht, sondern es hat auch negative Effekte. Es ist nicht nur unwirksam, sondern strafrechtliche Sanktionen, Strafverfolgung haben auch negative Effekte. Das hat kriminologische Forschung in vielen, vielen Untersuchungen immer wieder herausgearbeitet. Ich will jetzt nur die drei wichtigsten nennen. Erstens sorgt Strafverfolgung die Stigmatisierung, die Sanktionierung, die damit verbunden ist, für eine Gruppenbildung, für eine Anbindung der Betroffenen an ihre delinquenten Peers. Und gerade eben nicht für eine Resozialisierung. Zweitens steigert diese Stigmatisierung, dieser Desintegrationsprozess Probleme im schulischen Bereich und im beruflichen Bereich, die aber wichtig sind für eine soziale Einbindung. Und drittens, und das ist vielleicht das Wichtigste, prägt dieser Einfluss durch die Strafverfolgung auch das Selbstbild und die Haltung, die man zu sich und zu seiner Rolle in der Welt hat. Und so kann es sein, dass die Strafverfolgung, dass der repressive Zugriff auf das, was hier als Clankriminalität bezeichnet wird, selbst das erst hervorbringt, was es zu bekämpfen vorgibt. Jo, vielen Dank. Also das lässt sich doch schon ganz gut an. Ich würde einen kleinen Vorschlag machen, um so ein ganz kleines bisschen Systematik reinzubringen. Ich glaube, das Thema Definition von Clankriminalität, Sinn und Unsinn von Definitionen, braucht man sie überhaupt, steht so im Raum, dass ich gerne einmal kurz zwei Ansätze zu einer Definition vorlesen würde, damit wir alle denselben Stand haben. Es gibt einmal einen Definitionsversuch vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Sie waren an der Formulierung dieses Formulierungsvorschlags explizit beteiligt. Herr Lieke, ich lese das ganz kurz vor. Der Bund Deutscher Kriminalbeamter definiert Clankriminalität als bestimmt von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert werde. Dies gehe einher mit einer eigenen Werteordnung und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Und die zweite, ja, ist sozusagen der Versuch einer Definition, dadurch, dass man keine Definition vorgibt, kommt vom BKA, Lagebild des BKA. Dort heißt es also explizit, dass es noch keine allgemein verbindliche Kriminalität gibt, aber dass es sozusagen Grundlagen für eine solche noch im Entstehen begriffene Definition gibt und sogenannte Zuordnungskriterien und Indikatoren. Und die fasst das BKA folgendermaßen zusammen. Clankriminalität ist die Begehung von Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. Sie ist geprägt von verwandtschaftlichen Beziehungen, einer gemeinsamen ethnischen Herkunft und einem hohen Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert wird. Also, nee, Entschuldigung, das ist jetzt genau dasselbe, was ich vorhin schon vorgelesen habe, ne? Ja. Haben die das 1:1 übernommen? Nee, das war noch ein bisschen anders beim BKA, oder? Ich verrutsche gerade hier in meinen Zetteln, so. Genau, eine Unterform der organisierten Kriminalität, Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen. So, das ethnisch abgeschottete Subkulturen ist der Unterschied hier. Kurze Frage einmal in die Runde an alle. Brauchen wir eine Definition?
A. Sind diese Definitionen irgendwie brauchbar? B. Oder sind diese Definitionen, Sie haben das angedeutet, vielleicht sogar rassistisch und kontraproduktiv? Ich gehe einmal der Reihe nach durch mit der Bitte um eine kurze Antwort. Danach möchte ich Sie bitten, sich intensiver zu streiten. Also ich würde sagen, das Phänomen gab es ja, bevor es eine Definition gab. Es gab den medialen Begriff und dann wurde versucht herauszufinden, was ist das eigentlich? Deswegen, da ich diesen Begriff und dieses Phänomen aus der repressiven Ebene eigentlich ablehne, würde ich sagen, nein, man braucht es nicht definieren. Man hat nicht schlechter dargestanden, als es diesen Begriff nicht gab und man tatorientiert ermittelt hat. Zweite Frage, ist diese Definition tauglich? Das hat zwei Unterpunkte. Einmal meine ich, ich habe noch nie erlebt, dass mal versucht wurde, sei es medial, sei es politisch, sei es vielleicht polizeilich, präventiv oder auch repressiv, diesen Begriff tatsächlich mal auf irgendjemanden anzuwenden. Ich habe noch nie gehört, wir haben jetzt festgestellt, diese Familie ist so abgeschottet, fördert dadurch dies und das und jenes, sondern diesen Begriff gibt es, aber er wird nicht auf die Familien angewandt. Drittes Problem dann dabei, wenn ich mir die Definition angucke, dann heißt es, durch ein hohes Maß an Abschottung der Täter, wodurch die Tatbegehung gefördert oder die Aufklärung der Tat erschwert wird. Naja, das ist ja nun alles andere als etwas Exklusives. Also es gibt kaum eine Tätergruppierung, die sagt, wir ziehen los, Tag der offenen Tür, wir wollen das unabgeschottet jetzt mal tun und transparent machen. Ich finde einfach, da ist eine Definition gefunden worden, die nicht runtergebrochen wird und die auch nicht weiterhilft. Wir haben im Recht, und die hat Herr Scharruhe ja auch genannt, wir haben im Recht Begriffe Bande, kriminelle Vereinigung, Mittäterschaft, terroristische Vereinigung, die sind im Prinzip erstmal vollkommen ausreichend, auch um intensiv Strafverfolgung zu betreiben, weil sie ab einer gewissen Ebene auch das ganze Arsenal der strafprozessualen Maßnahmen eröffnen regelmäßig. Herr Lieke, Sie haben viel Energie reingesteckt in diese Definition, bitte. Na, nicht alleine, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen der Polizei und darum geht es auch. Ich weiß jetzt nicht, ob am Ende diese Definition für sich genommen sozusagen das Ende guter Schluss ist. Darum geht es mir persönlich ehrlich auch gar nicht. Mir geht es darum, ein Phänomen zu beschreiben, um daraus ganz konkrete Ableitungen zu treffen, politische Ableitungen zu treffen, die am Ende dann Juristen, Strafverteidiger, Staatsanwälte und auch Richter umsetzen müssen. So, das muss aus meiner Sicht in irgendeiner Form einfließen, auch in Gesetzgebung, finde ich. Da geht es, und das ist hier einer der großen, der großen Falschbehauptungen, die hier heute im Raum steht, dass es hier um arabisch abgeschlossene Familien geht. Häufig kommen diese Menschen, sind überhaupt gar keine arabischstämmigen Menschen, sondern sie kommen aus der Türkei, sind Malami-Kurden oder Kurden aus der Region Malami. Wer da Näheres zu wissen will, kann ich nur mal das Buch von Dr. Ralf Gatban empfehlen, der da sehr, sehr tief einsteigt, auch historisch. Eine gute, aus meiner Sicht, Übersicht gibt, wo diese Menschen herkommen. Nicht alle, aber jedenfalls ein großer Teil, auch der Familien, die wir regelmäßig in der Zeitung lesen. Und von daher ist das natürlich, und das weiß ich auch, dass der Begriff Clan und alles, was damit subsumiert wird, sehr medial sozusagen auch hochgespielt wird und eingespielt wird, weil das, was Herr Scharruhe gerade formuliert hat mit dem Begriff, wie haben Sie es gesagt, arabischstämmige oder arabische, bitte? Deutsch-arabische Mafia, das schreibt kein Boulevard. Das ist jetzt keine Entschuldigung dafür, aber da ist klar natürlich medial einfach auch praktischer. Das ist aber auch nicht mein Geschäft, hier sozusagen den Job der Medien zu machen, aber ich versuche es nur zu erklären, warum das so in der Öffentlichkeit ist, ob man es jetzt gut findet oder eben nicht. Ich möchte noch einen Punkt sagen. Vieles, was in diesem Kontext diskutiert wird, ist Lebensrealität. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Neukölln waren und das Thema Falschparker mit dem AMG S63 auf der Sonnenallee, wenn da zwei Damen vom Ordnungsamt vorbeikommen, die kriegen eher auf die Fresse, als dass der Fahrer seinen Wagen zur Seite fährt. Inzwischen werden solche Geschichten mit Einsatzhundertschaften begleitet, weil das anders gar nicht mehr geht. Und das sind Dinge, die die Menschen auf die Palme bringen. Und man sagt, das geht so
nicht. Das würde, und da ist übrigens die Herkunft völlig wurscht, ob das jetzt Klaus Müller ist oder jemand mit einem arabischen Namen, aber das ist ja eben häufig genau dieses Problem. Ich glaube, ja, aber ich darf Sie ganz kurz unterbrechen, weil noch sind wir bei der Frage der Definition. Okay. Politik der tausend Nadelstiche und so weiter, konsequente Verfolgung von allen, Ordnungswidrigkeiten im öffentlichen Raum, das können wir alles noch machen. Aber jetzt sind wir gerade noch bei der Frage, ist diese Definition notwendig, ist sie tauglich, ist sie rassistisch im schlimmsten Fall? Also rassistisch ist sie nicht, das ist ja immer das allerbeste Totschlagargument, jegliche Diskussion beiseite zu schieben und Lebensrealitäten zu missachten. Der Krieg regelmäßig Blutdruck bei, ehrlich gesagt, weil wir schon einfach auch die Tatsachen, die wir auf der Straße erleben, einfach auch benennen müssen. Diese Definition ist der Versuch, es zu benennen. Ich habe nicht gesagt, dass das jetzt hier unterschrieben werden kann und in irgendein Strafgesetzbuch mit einfließen soll. Da ist sicherlich auch noch viel Arbeit notwendig, um das voranzubringen. Aber ich finde, dass es ein Phänomen ist, was beschrieben werden und definiert werden muss. Okay. Herr Schachlur, möchten Sie? Ich halte Sie haben, glaube ich, auch Blutdruck, ne? Nö, absolut nicht. Ich bin tiefenentspannt. Wir haben unser Blutdruckgespräch ja auch vor ein, zwei Jahren schon gehabt. Vielleicht deswegen. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Also hören Sie unbedingt mal diesen Podcast rein. Und Herr Lieke taucht auch auf, weil er sich dort hat auch interviewen lassen und sich die Fragen schon gestellt hat. Danke dafür übrigens. Ich halte den Begriff nicht für notwendig, ehrlich gesagt. Auch aus denselben Gründen, die Herr Kohnen bereits benannt hat. Und ich kann halt einfach mal ein Beispiel nennen. Wenn Sie jetzt Ihr Fahrrad draußen angeschlossen hätten und ich stehle dieses Fahrrad, dann ist dieses Fahrrad doch erstmal weg, oder? Dann ruft man die Polizei und es wird, im besten Fall findet man es wieder und ich bekomme eine gerechte Strafe. Wenn Tobias Müller jetzt kommt und Ihr Fahrrad stiehlt, dann ist Ihr Fahrrad erstmal weg. Dann rufen Sie erstmal die Polizei und im besten Fall ist dieses Fahrrad dann wieder zurück und Tobias Müller bekommt seine gerechte Strafe, oder? Wo ist der Unterschied zwischen der Kriminalität von Herrn Schachur und Herrn Tobias Müller? Das wird mir nicht ersichtlich. Sind Tobias Müllers Eltern vielleicht irgendwie, ist deren Erziehung gescheitert? Ist die Erziehung meiner Eltern gescheitert? Können wir das jetzt auf alle Müllers, die mit diesem Tobias Müller verwandt sind, auch anwenden? Das ist ja das, was irgendwie dieser Begriff der Clan-Kriminalität Kriminalität auch impliziert. Okay, du heißt so, deswegen machen wir das jetzt so. Deswegen bist du jetzt kriminell und deine Kriminalität ist ein Tick ekelhafter als die von Tobias Müller, weil es ja auch ein bisschen, generell dieser Clan-Begriff ist ja so ein bisschen mysteriös. Was ist ein Clan? Da kann man nicht so ganz durchschauen. Keiner weiß so genau. Ich behaupte mal aus meiner bescheidenen Sicht, dass es nicht notwendig ist und dass es auch der Strafverfolgung gar keinen Gefallen tut. Es ist da, ist nicht da, sinnlos. Herr Singelstein, haben Sie einen Gedanken dazu? Bestimmt. Ich glaube, wir müssen uns natürlich darüber verständigen, worüber wir sprechen, ne? Worum es geht, weil es geht ja, wenn man es erstmal ganz allgemein formuliert, um ein soziales Phänomen, was irgendwie in der Gesellschaft jedenfalls wahrgenommen wird und eine Rolle spielt. Ich glaube, Clankriminalität ist der falsche Zugang. Wir haben schon gehört, es gibt Bundesländer, da werden Bagatellstraftaten als Clankriminalität registriert. Da würde ich sagen, da brauchst du überhaupt keine besondere Definition. Das sind Bagatellstraftaten, genauso wie die von anderen Menschen auch. Und wenn wir über den Bereich organisierte Kriminalität reden, liegt es aus meiner Sicht viel, viel näher, sowas zu wählen wie deutsch-arabische Mafia, eine Kategorie, wie wir sie auch in anderen Kontexten verwenden. Und diesen Zugriff über die Familienzusammenhänge und über die Abschottung zu wählen, scheint mir grundfalsch, weil Stefan Kohn hat das schon angesprochen, Familie Schlecker betrachten wir jetzt nicht als Clan-Kriminalität, obwohl sie auch auf eine Art und Weise abgeschottet sind und einen familiären Zusammenhang darstellen, der sich in recht organisierter Weise strafbar gemacht hat. Ja? Sondern es hat immer diesen rassistischen Subtext, das sind halt Fremde, arabischstämmig, kurdischstämmig, türkischstämmig, Familien und das ist das besondere Merkmal, was deren Straftaten zu was anderem macht als Straftaten von Deutschen. Und das ist dann eine Andersbehandlung, die eine Diskriminierung darstellt. Herr Lieke, ich möchte Ihnen die Gelegenheit geben, da nochmal kurz drauf zurückzugehen, weil es so ein bisschen so eine sozusagen eine Einstimmigkeit oder sehr ähnliche Positionen bei den anderen drei Teilnehmern gibt. Und ich möchte Sie nicht hier sozusagen in die Ecke gedrängt sehen. Deshalb bekommen Sie jetzt nochmal die Möglichkeit, darauf zu reagieren. Vielleicht auch nochmal mit der Bitte um eine kleine Klarstellung. Sie sagten vorhin, es geht Ihnen gar nicht so sehr, eine juristische Kategorie zu erfinden, die dann eins zu eins ins Strafrecht einfließen muss. Auf der anderen Seite müssen wir nochmal einmal erwähnen, was ich glaube, Sie haben es vorhin angesprochen, was Sie durchaus als einen Formulierungsvorschlag eingebracht haben, nämlich Straftaten aus dem Umfeld der Clan-Kriminalität
grundsätzlich als bandenmäßige Straftaten zu werten. Das wäre ja ein Vorschlag für eine Integration ins Strafrecht. Vielleicht können Sie das noch mal ganz kurz erklären und vielleicht auch aus Sicht des Politikers, warum Sie trotz allem glauben, dass Sie, wenn sie schon nicht aus juristischen Gründen notwendig ist, trotzdem glauben, dass man so eine Definition braucht. Das ist mir noch nicht ganz klar geworden. Die Definition braucht man aus meiner Sicht, um einfach ein Phänomen zu erklären, was wir unstreitig in der Bundesrepublik Deutschland haben. Und darüber hinaus, europaweit die Verflechtungen, und das hat dann auch schon Züge in Teilen. Es ist nicht immer dasselbe, wenn man von Clankriminalität spricht, auch von organisierter Kriminalität zu sprechen. Das ist nicht dasselbe, aber es kann mitunter genau da übereinfließen. Ich sage nur das Stichwort EncroChat. Und auch in diesen Zusammenhängen hat das dann schon was von organisierter Kriminalität. Für mich ist deshalb wichtig, eine Definition zu haben, um einfach ein Phänomen einzuordnen und daraus meine politischen Schlüsse zu ziehen, hauptsächlich im Bereich der Prävention, weil nichts anderes ist sozusagen meine Aufgabe als Kommunalpolitiker und als Stadtrat. Auf der einen Seite, wenn ich darüber hinaus politisch schaue, brauchen wir natürlich auch Ansatzpunkte, dieses Phänomen als einen von vielen. Hier wird immer herausgestellt, dass das einzige Phänomen, worum sich Polizei kümmert. Ja, das ist doch völliger Quatsch. Das wissen wir doch hier alle in dieser Runde. Zwischen 2011 und 2016 ist intensiv gegen Rockerkriminalität vorgegangen worden, als der damalige CDU-Senator Henkel die Verantwortung hatte. Also das sind doch Phänomen. Und da gibt es ja auch eine Form von Definition. Da gibt es übrigens auch viele Überschneidungspunkte, davon mal abgesehen. So, und das sind Phänomenbereiche, die wir gut und genau betrachten müssen, um dann Konsequenzen daraus zu ziehen. Und deshalb braucht es für mich aus meiner Sicht diese Definition. Hat auch nichts mit Rassismus zu tun. Das ist immer einfach, das dann jegliche Debatte dann totzutreten. Das finde ich eben nicht, sondern wir müssen offen über die Lebensrealitäten sprechen. Und das machen wir auch heute hier. Herr Kohn, Sie zucken. Ja, ich zucke deshalb etwas. Ich kann mir, weil Sie das in Zusammenhang auch mit der sogenannten Rockerkriminalität bringen, ich kann mir aussuchen, ob ich diesen steinigen Weg da zu irgendeiner Clubmitgliedschaft gehe und mir eine Kutte anziehe. Das ist eine freie Entscheidung von mir. So, und dann bewege ich mich in diesem Phänomen selbst gewählt. Etwas ganz anderes. Und da lasse ich mir dann auch Sachen vielleicht zuschreiben, weil das da für mich ja interessant mal war. Etwas ganz anderes, das, was Herr Scharuhe beschreibt, wenn ich nun mal als Mensch mit diesem Namen geboren bin. Und ich finde diese Definition, Sie sagen, das ist eine Phänomenbeschreibung. Es gibt doch aber gar keine Empirie, die Sie fruchtbar machen oder die fruchtbar gemacht wird, um zu dieser Definition zu kommen. Sondern es wird ein Phänomen genannt, das ein mediales Phänomen meines Erachtens in erster Linie ist, was empirisch nicht aufgearbeitet ist. Und dann wird für dieses mediale Phänomen eine Beschreibung gefunden. Und da heißt es dann ja unter anderem am Ende, dies geht einher mit einer eigenen Werteordnung und der grundsätzlichen Ablehnung der deutschen Rechtsordnung. Wo hat man das her, dass da einzelne Familien angeblich in toto die deutsche Rechtsordnung ablehnen? Das würde Herr Scharuhe, würde das ja im Prinzip auch treffen, diese Zuschreibung. Das ist ganz gefährlich und es wird halt nicht differenziert zwischen den kriminell oder kriminalitätsbelasteten Familienmitgliedern und denen, die das nicht sind. Und das ist etwas, was rechtsstaatlich meines Erachtens untragbar ist. Und das ist sippenhaft. Und diese Essener Broschüre, die da schon angesprochen wurde, auf die bin ich auch gestoßen. Und da heißt es, eine Handlungsanweisung an die Polizei, ganz explizit, es auf eine stetige Abgrenzung zwischen Clanmitgliedern, die kriminell in Erscheinung getreten, und solchen, die es nicht sind, muss an dieser Stelle verzichtet werden. Das ist eine Handlungsanweisung an die Polizei. Zum einen, weil grundlegende Denkmuster häufig auch bei Familienmitgliedern verankert sind, die nicht kriminell auffällig sind. Und zum anderen, weil auch bei Kenntnis über Kriminalität Einzelner die anderen Familienmitglieder schweigen. Mehr sippenhaft, mehr geht meines Erachtens nicht. Und wie man darauf kommt, dass dann da die sogenannten Kriminellen, die Nicht-Kriminellen, warum die irgendeine Rechtsordnung ablehnen. Und im Prinzip haben Sie das Problem, Sie können ja bei jedem Straftäter, können Sie im Prinzip sagen, der hat eine Grenze überschritten, der hat in dem Moment die Rechtsordnung verletzt.
Bei den einen folgert man daraus, die lehnen sie ab. Bei den anderen ist es Bürgerstrafrecht, die werden halt bestraft. Wenn mir irgendjemand mal erklären kann, wo die Empirie dazu ist, dass die Rechtsordnung abgelehnt wird, dann wäre man ja einen Schritt weiter. Aber die Diskussion wird nicht geführt. Jetzt vielleicht die zweite Reihe. Also das ist, wir haben ja auch schon das Vergnügen gehabt, ein Interview zu führen. Ich erinnere mich auch daran, dass Sie dieses Parken in der zweiten Reihe, das Aufdringlichsein im öffentlichen Raum, dass Sie das durchaus schon beschrieben haben in Interviews als Ausdruck dieser Missachtung der Werteordnung, die hier gilt, als Provokation im öffentlichen Raum. Und mir scheint es so zu sein, dass es in diesen Definitionsversuchen ja den Versuch gibt, quasi von organisierte Kriminalität bis eben runter zu diesen Bagatelldelikten auf der Straße alles irgendwie zu fassen. Weil es Ausdruck derselben Unart ist, sozusagen sich hier zu benehmen. Ich will Ihnen das jetzt nicht vorkauen, aber ich würde Ihnen gerne hier auch nochmal die Gelegenheit geben, zu sagen, ob ich sie richtig verstanden habe. Naja, also ich sag mal, wenn ein Polizeiwagen auf der Karl-Marx-Straße geschnitten wird von einer schwarzen Limousine, weil sie zu langsam fahren, der Fahrer der schwarzen Limousine aussteigt und dem Polizeibeamten auf die Fresse haut, dann Verstärkung gerufen wird, derjenige sozusagen die Personalien aufgenommen werden und laufen gelassen wird. Das sind so, da gibt es hunderte von Beispielen, die diesen Ausdruck, das ist, hat jetzt nicht mit empirischer Forschung zu tun, da gebe ich Ihnen recht, das habe ich auch nie behauptet, aber das sind alles so Dinge, die dazu beitragen, dass das Image und eigentlich auch tatsächlich dann mitunter einzelne Familien dass das denen zugeschrieben wird. Und wenn ich mir, ich hatte... Wird denen das nicht von Ihnen dann zugeschrieben? Also ich hatte ja vorhin kurz, ich habe versucht, das zu objektivieren und ein kleines Lagebild für Neukölln selber nur aus Kinder- und Jugendperspektive. Die Erwachsenen sind da komplett raus, wobei das Strafrecht mitunter auch noch für Erwachsene gilt im Jugendbereich oder gelten kann. Und da fällt es auf, dass eine Familie in Neukölln besonders heraussticht. Und zwar nicht mit 5 oder 10 Straftaten, sondern mit fast 250. Nur aus Neukölln. Und diese Familie ist weit über Neukölln hinaus vernetzt. So, und wenn ich dann sage, das ist kein Phänomen und das ist jetzt einfach mal Pech gehabt und die Straftaten mitunter spektakulär sind, bundesweit spektakulär, grünes Gewölbe, Maple Leaf, Überfälle von Geldtransportern und. Teilweise sogar Mord, wobei die Frage ist, mangels eindeutiger DNA-Spuren gerichtlich geklärt worden, dass das Szene also freigesprochen wurde. Da gilt dann auch dann der Freispruch ohne Frage. Aber das sind dann alles so Dinge, die ich nicht negieren kann. Und ich sag mal, das, was natürlich die öffentliche Debatte macht und das, was hier teilweise auch in den Argumenten gemacht wird, ist eine Pauschalisierung. Ich habe immer versucht, sehr genau hinzuschauen und zu gucken, wo kommt es her? Und als mich letztens ein Mitglied von dieser Familie angesprochen hat, sagte Herr Lieke, warum sind Sie so? Dann sage ich, sind Sie straffällig? Nein. Sag ich, dann interessieren Sie mich gar nicht. Mich interessieren diejenigen, die straffällig sind und warum das so ist und wie man das verhindern kann, gerade bei Kindern und Jugendlichen. Das ist mein Hauptpunkt. Herr Schachtur. Aber dieser Punkt disqualifiziert doch gerade diesen Begriff der Clan-Kriminalität. Es gibt einige, die kriminell sind und wir reden jetzt bei dieser Familie, von der Sie gerade sprechen, da geistern immer mal Zahlen zwischen 700 und 1500 Mitgliedern rum. Das sind nicht alle, das ist nicht der gesamte Clan. Ich kann doch jetzt nicht sagen, weil beispielsweise der Herr zu meiner Rechten mir unsympathisch ist, was für eine Scheißrunde. Das funktioniert doch so nicht. Ich kann über Kriminelle sprechen. Sie haben EncroChat erwähnt. Ja, na klar, das geht in Richtung organisierte Kriminalität. Dann kann ich das doch als genau das benennen. Und das gehört doch verfolgt. Keiner von uns hat Bock, unter Kriminellen zu leben oder von Kriminalität umgeben zu sein. Ich bin sehr glücklich darüber, in einem Land zu leben, in dem ich morgens nicht aus dem Haus gehe und denke, fuck, kommt jetzt die Kugel durch meinen Kopf oder kriege ich einen Messerstich ab? Das ist cool, das ist schön. Aber man kann die Sachen doch als das benennen, was sie sind, Kriminelle
sind kriminell. Kriminelle tun Kriminelles und kein Krimineller respektiert den Rechtsstaat. Da kommt keiner und sagt, Moment, lass uns mal hier einbrechen, aber lass mal nicht das Glas kaputt machen, das wäre ein bisschen respektlos dem Rechtsstaat gegenüber, lass uns da mal irgendwie anders einsteigen. Das passiert doch nicht. Dann waren da so Sachen wie zweite Reihe parken und Leute, die laut sind. Ja, fuckt mich auch ab, fuckt uns alle hier ab, keiner hat Bock darauf. Ich habe auch keinen Bock, dass da Leute irgendwie sitzen, wenn ich vorbeilaufe und mir irgendwie Sonnenblumenkerne vor die Füße schmeißen. Aber da geht es um Fragen des Zusammenlebens und nicht der organisierten Kriminalität oder der Clan-Kriminalität. Leute, die so etwas machen, würden von meinem Vater wahrscheinlich zusammengeschrien werden und er würde denen sagen, benehmt euch mal, ihr macht das Bild von Neukölln beispielsweise kaputt. Wenn hier Leute von draußen vorbeilaufen, denken die, wir sind alle asozial. Also innerhalb der Community gibt es ja auch Kritiken an diesen Leuten, die asozial sind. Aber sind eben Asoziale. Das ist nicht etwas, das Clan-Mitgliedern oder Leuten aus dem Orient irgendwie zu eigen ist. Wenn ich im Osten irgendwo unterwegs bin, in einem Bezirk, der eher deutsch ist, dann sind die Asozialen, die ich dort bemerke, vielleicht Deutsche oder irgendeiner anderen Herkunft halt, aber nicht arabisch. Asoziale sind asozial, Kriminelle sind kriminell und das kann man als das benennen, was es ist. Herr Schachlur, trotzdem eine Frage auch an Sie. Wie würden Sie, wenn Sie Lokalpolitiker wären, was Sie nicht sind, aber wenn Sie es wären, versuchen Sie es mal kurz sich vorzustellen. Wie würden Sie versuchen, also erste Frage, gibt es überhaupt ein Problem, dass man, wir nennen es hier jetzt mal nicht Clan-Kriminalität, aber gibt es ein Problem mit vermehrter Kriminalität in den Familien, über die wir heute gesprochen haben? Und wenn ja, würden Sie, ähnlich wie Herr Lieke das sagt, versuchen, daraus politische Ableitungen, so haben Sie das genannt, zu ziehen und sich zu überlegen, gibt es da ein Phänomen und braucht das einen besonderen Werkzeugkoffer, anders als vielleicht andere Kriminalität? Schwierige Frage, weil ich absolut keine Ahnung habe, wie groß das Problem der Kriminalität innerhalb der Familien ist und wie groß es ist, dass es ein Problem ist und dass Kriminalität generell ein Problem ist. Und ich will es jetzt nicht verallgemeinern, ich will nicht zurückrudern. Gehen wir von diesen Familien aus, explizit von diesen Familien, über die gesprochen wird. Natürlich ist da auch Kriminalität ein Problem. Es gibt Mitglieder, die kriminell sind und jedes einzelne Mitglied, das kriminell ist, ist ein Problem, das angegangen werden muss. Aber unser Rechtsstaat funktioniert, die Gerichte funktionieren, wir haben Gefängnisse, wir haben viele Mittel, um dagegen anzugehen. Präventivarbeit würde für mich aber ein bisschen mehr so aussehen, dass man irgendwie in den Kiez geht, eventuell ein Angebot von Sport und sowas hat. Ich habe da auch mit Seifu drüber geredet, Seifu Musa, den Sie ja auch kennen. Der ist Boxtrainer im Rollberg-Kiez in Neukölln. Und der hat mir erzählt, dass es in seiner Jugendzeit irgendwie Leichtathletikkurse und so im Kiez gab. Dass jetzt irgendwie Jugendliche... Als ich jung war, wollte ich auch ein starker Mann sein und keine Ahnung, ich habe mir gewünscht, dass ich einen Bart habe und sowas, aber man wollte groß sein, man wollte stark sein. Gerade in diesen Gegenden herrscht es ja auch vor, ich gehe nicht Leichtathletik machen. Würde ich heute machen, aber damals, ich gehe doch nicht Leichtathletik machen. Wenn man da einfach das Angebot größer macht, damit man die Kids von der Straße holt. Ich war damals viel in Starken unterwegs, in Spandau. Da haben die, um uns nachts von der Straße zu holen, etwas eingeführt, das haben die Mitternachtssport genannt. Da haben sie die Polizisten und uns in eine Turnhalle gepackt und wir haben gemeinsam mit den Polizisten Fußball gespielt, anstatt vor denen wegzurennen. Hat Wunder gewirkt, aber hatte noch den einen kleinen Nachteil, dass wir dann die Ausrede vor unseren Eltern hatten, spät draußen sein zu können. Und dann hat man halt trotzdem Scheiße bauen können und die haben es dann im Nachhinein vielleicht erfahren, weil der Sozialarbeiter gesagt hat, Mohammed war aber heute nicht beim Fußball. Hat man aber trotzdem zu Hause Ärger bekommen. Aber das sind Sachen, wo ich sage, okay, in die Richtung können wir gehen. Nicht immer, okay, wie stellen wir den Beine, wie hauen wir den aufs Maul, da müssen wir jetzt mal härter durchgreifen. Zusammen, gemeinsam, nicht gegeneinander, miteinander reden. Mhm. Herr Singelstein, ich habe noch eine Frage an Sie, weil die Frage der Evidenz oder der Daten, die man bräuchte, hier so im Raum steht. Und vielleicht können Sie als Kriminologe da nochmal was dazu sagen. Ist das eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, wenn man erst den Begriff nimmt und den dann mit irgendwelchen Zahlen füllt? Also so klingt die Kritik von Ihrem Lehrstuhl, insbesondere am Lagebild in NRW, so ein bisschen, so malen nach Zahlen. Oder ist es andersrum, es lohnt sich hinzugucken, man muss es aber vernünftig machen und dann muss man gucken, was sich daraus ergibt? Ich glaube,
beides. Wir müssen es uns ganz differenziert angucken, ne? Und wir haben viel zu wenig Wissen darüber. Und das Problem ist in der Tat, dass wir, glaube ich, über ein Phänomen reden, von dem es eine gesellschaftliche Vorstellung gibt. Stefan Kohn hat es vorhin schon gesagt, ein Bild davon, was da ist und was da Besonderes ist. Und das wird jetzt von polizeilicher Seite vor allem, weil andere forschen da nicht und die Zahlen, die im Raum stehen, die werden in den polizeilichen Lagebildern vor allem erhoben. Die werden jetzt von polizeilicher Seite gefüllt mit so Zuschreibungen wie schotten sich ab, lehnen deutsche Wertordnung, Werteordnung ab, lehnen Rechtsstaat ab, ohne dass es wirklich eine, also fundiert nach wissenschaftlichen Methoden erhoben worden wäre, was da passiert und was da stattfindet. Ich fände das total gut, wenn wir uns die Phänomene differenziert angucken, weil ich glaube, einerseits ist das was relativ Normales, was wir da sehen, was wir in anderen Bereichen bei deutsch gelesenen Personen und Familien genauso haben. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich gewisse Besonderheiten und es wäre interessant, sich anzugucken, ob diese Besonderheiten sich irgendwie auswirken oder nicht auswirken. Also ob die Herkunft von bestimmten Leuten und deren Straffälligkeit in irgendeiner Form miteinander zu tun haben oder nicht. Und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn wir von diesen Pauschalisierungen wegkommen. Und ich glaube, niemand unterstellt Ihnen, Herr Lieke, eine Pauschalisierung. Aber ich nehme in der gesellschaftlichen Debatte doch eine massive Pauschalisierung des Ganzen wahr. Ne? Sie haben es vorhin anhand der Medien gesagt, dass die Medien greifen halt Clankriminalität auf und nicht deutsch-arabische Mafia. Und dann würde ich aber sagen, na gut, dann muss ich aber Kriminalpolitik und auch Kommunalpolitik trotzdem seriöserweise hinstellen und sagen, wir haben es hier mit Mafia zu tun und nicht mit Clankriminalität, weil der Begriff Clankriminalität, der ist schon eine massive Pauschalisierung. Und ich finde auch, all diese unterschiedlichen Phänomene, also von Ordnungswidrigkeit bis organisierte Kriminalität in eine Kategorie zu packen und zu sagen, das hat alles was damit zu tun, dass die aus dieser Familie kommen, finde ich, ist auch eine ungeheure Pauschalisierung. Und ich glaube, das hilft uns gar nicht weiter, sondern das eröffnet eine Perspektive auf ganz unterschiedliche Dinge, die einen Erklärungsansatz suggeriert, nämlich diese Familienherkunft, der einfach nicht trägt, ja, weil darum geht es nicht. Herr Kohn, eine Frage an Sie. Wir haben ja so ein bisschen am Anfang schon rausgearbeitet, ich glaube, das ist auch objektiv nachweisbar, dass das Thema Clankriminalität als politisches Thema in den letzten Jahren nochmal deutlich an Gewicht gewonnen hat, auch an Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum. Ich bin nicht ganz so sicher, dass diese Selbstkasteiung, die manchmal damit einhergeht, wir haben das 20 Jahre lang vollkommen ignoriert, immer so ganz richtig ist. Aber auf jeden Fall gibt es da einen Trend. Können Sie mal schildern, wie Sie das als Strafverteidiger erleben, wenn Sie gelegentlich mit solchen Fällen zu tun haben? Und was mit Blick auf die Ideen, die im Moment im Raum stehen, Ihre Sorgen wären, wenn das Strafrecht an der Stelle verschärft würde? Naja, es ist in erster Linie ein erhöhtes Medieninteresse an diesen Prozessen. Das heißt, wenn bestimmte Namen auftauchen, für die Prozesse anstehen, ist das Medieninteresse größer und zwar gleich viel, welches Delikt das dann ist. Da ist die Person interessant, da lässt sich dann eine Schlagzeile auch draus machen, Clan-Mitglied wegen XY vor Gericht. Und das ist ja auch kein Geheimnis, dass natürlich die Medien auch gucken, welche Prozesse in Anführungszeichen verkaufen sich, wenn man über sie berichtet. Da ist ein Wirtschaftskriminalitätsverfahren, ist wesentlich komplizierter in der Darstellung als ein relativ einfaches Delikt, was dann noch einer vermeintlich interessanten Person zugeschrieben wird. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in den Verfahren, in denen ich verteidigt habe in jüngerer Zeit, jetzt nicht beobachtet, ich habe es befürchtet, aber ich habe es tatsächlich nicht beobachten müssen, dass das eine gänzlich andere Behandlung war wegen den Namen. Das ist die Gerichte in Berlin, soweit ich das wahrnehmen kann, versuchen zumindest, sich davon freizumachen. Ich habe das Gefühl, es wird aber zunehmend schwerer, auch gerade in Schöffensachen, weil natürlich dann die Bürger auch eine bestimmte Erwartungshaltung haben und die haben über die Familien gelesen. Das ist ein Problem. Ich glaube, der zweite Teil der Frage, was droht da, wenn man das gesetzlich noch weiter aufbereitet? Ich glaube, das wird nicht kommen, weil man wird sich nicht darüber verständigen können, wie man solche Phänomene eigentlich in Strafgesetzen überhaupt verorten will. Ich glaube auch nicht, dass es notwendig ist, das zu tun, weil man kann, tatorientiert kann man diesen Straftaten ja nachgehen. Und ich habe eher Bedenken, dass so im präventiven Bereich viel schief läuft, nämlich anhand dessen, was da in dieser, ich hatte es ja gesagt, in dieser Essener Broschüre steht. Es ist nicht zu differenzieren zwischen
kriminellen und nicht kriminellen Clan-Mitgliedern, weil am Ende stecken sie ohnehin alle unter einer Decke und machen dann den Mund nicht auf, wenn andere Straftaten begehen. Wenn das das Bild ist, und ich meine, Herr Lieke und Herr Charu liegen ja mit ihren Zielsetzungen gar nicht weit auseinander. Das Ziel ist ja im Prinzip das gleiche, nämlich eine Sie würden das Ausstieg nennen in einer gesunden Struktur. Herr Charu würde sagen, lasst uns in Ruhe, behandelt uns nicht anders als andere. Da ist kein Ausstieg gegebenenfalls notwendig. Aber das Ziel ist ja sowas wie, auch ein unpräziser Begriff, Integration. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wir haben ja viel über Empirie geredet, aber eins wird man sicher sagen können, Stigmatisierung ist kein Weg in die Integration, sondern das Gegenteil. Und meine Befürchtung ist, und das ist etwas, was ich auch in den Prozessen beobachte, dass der Glaube von den Angeklagten mit bestimmten Namen, dass sie jetzt hier fair behandelt werden, dass der geschwunden ist. Ich habe, als ich angefangen habe vor 20 Jahren, habe ich auch teilweise Leute aus solchen Familien gehabt, die gingen eigentlich ins Gericht und sagten immer, na, mit mir, da können die das jetzt hier ja im Prinzip nicht machen, ohne Beweise nicht, wie in meiner Heimat. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Da war von Ablehnung oder Rechtsordnung war überhaupt nicht so sehr die Rede. Und die haben das eigentlich bewundert eher, dass das nämlich anders als häufig in den Heimatstaaten lief, wo Korruption kein seltenes Phänomen ist. Und haben, da fanden das sehr gut hier. Das beobachte ich, das kehrt sich so ein bisschen um, dass der Glaube, dass man hier so blind behandelt wird von Justitia, wie sie da im Eingang mit der Binde steht und alle gleich, dass der eher im Schwinden ist und dadurch auch eine Skepsis und eher eine Segregierung vom Rechtsstaat bei den Leuten entsteht, was ich dann für eine gefährliche Entwicklung halte, auch wenn sich, wie gesagt, aus meiner Sicht ein Urteil noch nicht widerspiegelt. Herr Lieke, Sie haben sich immer wieder dezidiert dagegen gewehrt, dass aus Ihrer Sicht das Phänomen kleingeredet wird oder dass es beschwichtigt wird. Befürchten Sie, dass es da jetzt einen Backlash gibt oder glauben Sie, dass insgesamt sozusagen die politische Debatte auf einem Stand ist, wo Sie sie gerne hätten? Also ich glaube, die politische Debatte ist auf dem Stand, der das gesamte Phänomen in unterschiedlichen, nicht nur Bundesländern, sondern auch auf der Bundesregierung, oder anders formuliert, es ist jetzt da angekommen, wo es hin soll. So. Und zwar im Deutschen Bundestag, in den Innenministerien und der Länder und eben auch im Bundesinnenministerium, Justizministerium, finde ich. Was ich allerdings zu kurz finde, also ich finde, dass es noch zu kurz kommt, dass es einen systematischen Austausch zwischen den Bundesländern gibt. Da gibt es zwar eine Initiative, die das macht, beispielsweise zum Thema Aussteigerprogramm, um hier auch nochmal ganz klar zu sagen, was das eigentlich ist. Aussteigerprogramm ist von mir immer, und da sind sich auch alle einig, auch in meiner Partei, nie aus der Familie auszusteigen, sondern aus der Kriminalität. Weil aus der Familie können Sie nur in seltenen Zwangsehekontexten oder ähnliche Problemlagen aussteigen mit dem Bruch der Familie. Und so. Das funktioniert aber bei kriminellen Kindern oder Jugendlichen nicht. Und mein Ansatz war es immer, und wir haben gemeinsam mit einem Verein, der nennt sich Tatort Zukunft, ein Aussteigerprogramm entwickelt. Das ist jetzt leider Gottes kurz vorm Ende meiner Amtszeit erst auf den Weg gekommen. Das wird vom Bundesforschungsministerium und Bildungsministerium finanziert. Und da geht es um eine sehr enge 1:1 Mentoring-Betreuung. Das Konzept, die Idee kommt aus den Vereinigten Staaten, aus New York. Und das sind solche Ansätze, die ich immer versucht habe voranzutreiben, um jungen Leuten eine Perspektive zu geben, sagen, Kriminalität ist scheiße, damit wirst du nur Ärger haben mit unseren Behörden. Und ich finde, dass es diesen behördlichen Druck jetzt insgesamt auf Kriminalität auch teilweise eben in diesem Phänomenbereich gibt, ist gut und wichtig, weil damit kriegen wir sie vielleicht dann auch zu der Erkenntnis, lohnt sich eigentlich nicht, ich will da raus und wir bieten ihnen aber auch die Hand, um da rauszukommen. Wir haben in Neukölln als einziger Bezirk in diesem Land, ich verstehe gar nicht warum, eine Arbeitsgruppe Kinder-Jugendkriminalität gegründet, die genau das tut. Die haben nur zu viele Fälle. Aber darum geht es eben. Das, was Herr Charu auch sagte,
Dass wenn einer Scheiße baut, und da geht es mitunter nicht nur um das Fahrrad, sondern um Fahren ohne Führerschein und ähnliches. Wir lesen ja fast jeden Tag leider Gottes diese Phänomene, denn sind wir ausgetauscht zwischen Polizei und unseren Sozialarbeitern. Und unsere Sozialarbeiter sind in dem Fall die Guten, die helfen, die unterstützen und sagen, okay, wir kommen da zusammen durch. Und wir überlegen uns, was dich da rauszuholen, also jetzt mitunter nicht strafprozessual rauszuholen, da ist ja die Jugendgerichtshilfe auch ein Stück weit mit in der Verantwortung, das ist auch richtig so, diese Arbeitsgruppe hängt übrigens direkt an der Jugendgerichtshilfe dran, aber die Zielstellung ist, die Behörden tauschen sich aus, das wissen die jungen Leute auch, aber wir helfen und versuchen sie da uns zu unterstützen, aus der Kriminalität rauszukommen. Ich möchte ganz kurz mal zwei Wortmeldungen aus dem Kreis der Zuschauerinnen und Zuschauer einbinden. Franz Heinz schreibt, eventuell sollte Berlin auch mal über seinen Tellerrand sehen. Nicht jedes Kommunalproblem verdient eine deutschlandweite Strafschärfung. Aber Sie haben ja gerade schon mal so ein bisschen ausgeführt, dass es, also zumindest in NRW, Niedersachsen, Bremen, das sind ja die einschlägigen Bundesländer, eigentlich ganz vergleichbare. Bitte? Ah ja, okay. Da gibt es vielleicht nicht ganz so ausgeprägt, aber in diesen vier Bundesländern, die haben sich ja auch zusammengetan schon vor einigen Jahren, um genau da gemeinsam sozusagen zu Strategien zu kommen. Und Sebastian Holthausen schreibt, es sollte nicht zuerst, und da zitiert er, glaube ich, Sie, im Bundestag ankommen, sondern in Experten- und wissenschaftlichen Runden. Populäre Gesetzgebung haben wir genug. Das schließt nochmal so ein bisschen an die Frage der Empirie, oder ich würde es gerne mal allgemeiner formulieren. Hat irgendjemand in dieser Runde das Gefühl, es wäre eigentlich eine richtig gute Idee, wenn man das mal richtig erforscht? Also haben wir eine Erkenntnislücke? Unbedingt, also auf jeden Fall. Die Frage ist, glaube ich, eher, wie macht man es? Ne? Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, das, was wir haben, sind jetzt halt Lagebilder der Polizei. Die zeichnen natürlich eine sehr einseitige Perspektive, nämlich eine Bekämpfungsperspektive. Und man müsste aus meiner Sicht dann schon mal in die Familien gehen, die jetzt auch auf diese Art und Weise stigmatisiert sind, und fragen, wie die das eigentlich wahrnehmen und was es auch mit denen macht und was es vielleicht für ein Desintegrationsprozess bedeutet. Ja, ich habe das vorhin in meinem Eingangsstatement versucht kurz zu sagen. Aus der kriminologischen Forschung wissen wir sehr gut, dass Sanktionierung, das Strafrecht wenig bringt, aber viel Schaden verursachen kann und gerade auch zu diesen Desintegrationsprozessen führen kann. Und es gibt ja einen relativ prominenten Erklärungsansatz für diese Kriminalitätsformen, der sagt, dass eben die fehlende Integration nach der Zuwanderung nach Deutschland dazu geführt hat, dass es so eine kriminellen Aktivitäten oder Strafbarkeit in den Familien gibt. Und wenn wir jetzt, also dass es quasi ein Produkt des Ausschlusses ist, und wenn wir jetzt darauf wieder mit Ausschluss reagieren, dann führt das eben dahin, Stefan Kuhn hat es vorhin auch gesagt, dass wir unter Umständen sogar genau das produzieren, was jetzt hier gerade als Problem diskutiert wird. Ja, und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, darauf eben nicht nur als Problem und aus so einer Bekämpfungsperspektive zu gucken, sondern auch die Perspektive der Leute, um die es geht, mit reinzunehmen. Herr Kohl. Also ich weiß, dass es zwei Forschungsprojekte gibt. Einmal von, ich weiß gar nicht jetzt, welche Polizeihochschule, ich meine, es war NRW, die sozusagen jetzt versucht, das durch Interviews zu ergründen, und zwar da sowohl Polizei als auch Justiz, als auch Strafverteidiger interviewt, um im Prinzip diese Phänomenbeschreibung erstmal irgendwie hinzubekommen. Ich weiß, dass es ein Projekt an der TU wohl gibt, das versucht, das empirisch auch von innen auszuleuchten. Und ich meine, damit ist man auch gut beraten, weil was wir im Moment haben, ist ja, dass wir über ein Phänomen wissen, überreden, was mit einem Wort, mit einem plakativen Begriff Clankriminalität beschrieben wird, wo aber jeder vermutlich etwas anderes drunter versteht. Und das taucht ja in der Diskussion hier schon auf. Die einen sagen, ich assoziiere damit rein arabisch. Herr Lieke sagt, ich meine genauso gut andere Größen. Und das Problem ist die Beliebigkeit dieser Zuschreibung mit der gleichzeitig verheerenden Wirkung der Stigmatisierung. Ist auch strafprozessual dann schwierig, wenn da auch noch Folgerungen dran gehangen werden sollen, was ich nicht sehe. Und wenn ich das vergleiche, wie mit anderen Kriminalitätsphänomenen umgegangen wird, es hat die ganze letzte Legislaturperiode gab es heiß umstritten die Frage Verbandssanktionen, Recht sollen juristische Personen, die, wie es in anderen Ländern ist,
mit Straftaten zusammen, kann Umweltstrafrecht sein, alles mögliche, sollen die belangt werden. Die Diskussion, die man da über eine Legislaturperiode geführt hat, und zwar sowohl dogmatisch, empirisch und so weiter, bis heute haben wir kein Verbandssanktionenrecht. Wir sind noch nicht so weit. Ist politisch teilweise auch schwierig gewesen, aber wenn man die Ruhe hier reinbekäme, die man anderen Bereichen von gesellschaftlichen Problemen zubilligen würde, dann wäre schon viel gewonnen, dann müsste man auch nicht den Medien hinterherhetzen, die mit diesem Begriff in erster Linie meines Erachtens auch Auflage machen wollen. Jetzt an der Stelle darf ich vielleicht einmal ganz kurz, ich hätte jetzt fast gesagt, Sie hätten auch einen Journalisten einladen sollen, aber wenn ich jetzt mal einen halben Meter aus meiner Moderatorenrolle raustrete als Journalist, eine Frage, eigentlich wollte ich sie Ihnen stellen, Herr Schachloth, aber das mache ich dann gleich. Wir fangen aber einfach schon mal an und reden uns warm. Als Journalist, glaube ich, stehen wir alle, als Journalisten stehen wir alle vor dem Problem, dass es sehr, sehr wenig vertrauenswürdige und offene Quellen innerhalb der Familien gibt, über die wir reden wollen. Und es gibt ganz verschiedene Gründe, warum die nicht mit uns reden wollen. Entweder weil sie Angst haben, dass wir sie falsch wiedergeben, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil sie was zu verbergen haben. Aus ganz verschiedenen Gründen können die nicht an uns interessiert sein. Es ist einfach sehr, sehr schwer, Quellen aufzuschließen. So, das ist das eine. Das zweite ist natürlich, klar, Boulevard ist Boulevard und in dieser Stadt verkauft sich immer alles gut, was mit Clans zu tun hat. Das ist einfach, glaube ich, auch eine Tatsache. Aber die Frage, die sich daraus ergibt, ist, gibt es eigentlich auch auf Seiten dieser Familien, unter den bekannten Lautsprechern dieser Familien, fast jede dieser Familien hat eine semi-prominente bis sehr prominente Figur, die sozusagen sich ständig medial selbst auf der Brust rumtrommelt und diese Rolle auch sehr gerne einnimmt und im Grunde sich als Bestätiger von Klischees betätigt. Also manchmal habe ich das Gefühl, Sie haben vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie die Autobiografie von Mahmoud Zayn gelesen haben, der Pate von Neukölln, man liest das und eigentlich erfüllt der selber jedes Klischee über sich selbst, das irgendjemand irgendwann mal hatte und es stimmt aber leider nur die Hälfte. Also da versucht jemand zu profitieren von seinem eigenen schrecklichen Ruf. Das ist so der Eindruck, den man da gewinnen kann. Ist das ein Phänomen, das Sie auch beobachten, dass es in einem kleinen Bereich innerhalb dieser Familien gibt, die eigentlich die Quelle der Erkenntnis trüben, dadurch, dass sie selber so eine prominente Rolle einnehmen? Und überhaupt kein Problem damit haben, in diesem Licht gespiegelt zu werden. Das ist vielleicht mitunter auch ein Verkaufsargument, also für das Buch beispielsweise oder für Promotion-Aktivitäten mit Rap-Sängern und ähnlichem, will ich alles nicht ausschließen. Aber ich glaube, das trifft gar nicht unseren Kern. Das ist das Thema Öffentlichkeit. Wie gehen Journalisten damit um? Ich bin ein großer Fan davon, gebe ich auch zu. Von Spiegel TV, auch von Thomas Heise und seinen Recherchen. Wir kennen uns gut und wir stehen auch immer wieder mal im Austausch. Und das ist ja der Versuch der Zusammenfassung von dem, was so wahrgenommen wird, auch bei den Menschen. Und was denn auch so auf Widerstand stößt. Und wenn ich höre, dass eben Richterinnen und Richter, Staatsanwälte unter Polizeischutz stehen, weil bestimmte Fälle verhandelt werden und da Bedrohungslagen für die eigene Sicherheit entstehen, dann ist es natürlich schon irgendwie ein Problem. Und wenn das gerade im Kontext von den Familien, wo ich eben auch von einem Fall eine sechsseitige Tateinträge vor mir habe und dann aus dem Gericht zu hören ist oder in der Einschätzung, es bleibt festzustellen, dass der Angeschuldigte von keinerlei Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden mehr zu beeindrucken ist, ein junger Mann, dann sind es einfach, ist nur exemplarisch, aber dann sind es einfach Dinge, die Menschen auf die Palme bringen und die dann auch zu Recht erwarten, wann tut die Politik was dagegen? Weil offensichtlich kommen wir mit unseren rechtsstaatlichen Mitteln nicht weiter. Und deshalb ist es wichtig, dieses Phänomen deutlich intensiver und ausführlicher zu untersuchen. Da gebe ich Ihnen recht. Wir haben keine, als politisch Verantwortliche, haben keine Fakten und keine kompletten Übersichten. Das war einer meiner größten Probleme, mein Jugendamt dazu zu bekommen, mir mal aufzuschreiben, nach bestimmten Kriterien, wie ist eigentlich die Lage bei den Kindern und Jugendlichen, die Kriminalitätslage. Da haben die sich ewig gewehrt gegen. Nur anders kann ich doch überhaupt nicht einschätzen, wie schlimm ist es eigentlich
Und was müssen wir tun? Was müssen wir konkret tun? Wie kann ich viel intensiver ganz gezielt auf diese jungen Leute mit Präventionsangeboten reagieren und nicht einfach irgendwas machen, was nur viel Geld kostet, aber nichts bringt? Darf ich vielleicht eine Frage kurz stellen oder einmal kurz anknüpfen? Ich finde es ganz interessant, das, was Sie geschildert haben, ist ja eine polizeiliche Lageeinschätzung, ne? Diese Bedrohungs-, ob es so eine Bedrohungssituation für Staatsanwälte und Richterinnen und Richter gibt. Und die Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum wird das so bedrohlich wahrgenommen? Ja, nicht nur durch die Polizei, sondern auch durch die Gesellschaft insgesamt. Warum werden diese Leute bedrohlicher wahrgenommen als andere? Ne? Thoralf Nöding hat das, glaube ich, in der kritischen Justiz ganz schön nachgezeichnet. Ich glaube, das war der Fall aus dem Bode-Museum. Bevor klar war, dass es irgendwie Clankriminalität ist, war das so ein Husarenstück. Ne? Ist das so gezeichnet worden als so ein bisschen Dagobert-Style. Das ist ja ein verrückter Coup, der da gelungen ist. Ja? Und dann, als klar wurde, okay, es gibt vielleicht so eine Clan-Beteiligung, ist die öffentliche Debatte darüber total umgeschwenkt und ist das ganz anders gelesen worden als ein schlimmer Kriminalfall, als eine ganz, ganz schwere Straftat. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft, also nicht nur die Kriminalpolitik, sondern auch die Polizei, sondern wir als Gesellschaft sollten uns vielleicht insgesamt fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir diese Menschen anders wahrnehmen in solchen Kontexten, als wir deutsch gelesene Familien wahrnehmen? Weil ich glaube, es gibt da eine unterschiedliche Bedrohungswahrnehmung auch für vergleichbare Szenarien. Und das setzt sich dann in den Medien um und in der gesellschaftlichen Debatte um. Und ich glaube, das ist ein Teil des Problems. Das liegt daran, dass das Bild des gefährlichen arabischen Mannes zuerst gezeichnet wurde. Wir verstehen, dass die böse sind, weil dieses Bild gemalt wurde, dass die böse sind. Niemand würde annehmen, dass das böse Leute sind, wenn ich vorher im Raum gestanden hätte, dass die alle böse sind. Ja, aber an der Stelle, das ist, passt perfekt, obwohl Sie ganz kurz weg waren. Eine Frage an Sie ganz direkt. Denn meine Wahrnehmung ist durchaus, dass es auch arabische Männer in dieser Stadt gibt, die das Image des arabischen Mannes versauen, indem sie genau solche Dinge behaupten und tun. So. Und als jemand, der selbst einen arabischen Namen hat, stört mich das schon auch ganz gewaltig. Also mich stört das, wenn Journalisten das tun, mich stört es, wenn Politiker das tun, mich stört das aber auch, wenn Angehörige dieser Community das tun. Ja, aber absolut, weil wir leiden doch doppelt darunter. Genau. Also wenn jetzt beispielsweise Herr Lieke, entschuldigen Sie, wenn ich Sie als Beispiel nehmen darf, aber wenn Herr Lieke sich davon gestört fühlt, dass irgendwie ein arabischstämmiger Mann laut ist, regt er sich über die Lautstärke auf. Ich reg mich über die Lautstärke auf, darüber, dass er asozial ist und reg mich noch darüber auf, dass er mein Bild gleich mit in den Dreck zieht. Mhm. Wir haben diesen doppelten Druck. Also da darf man jetzt auch nicht denken, dass wir rumlaufen und mein Lieber, du bist jetzt aber laut. Vollkommen nicht. Trotzdem finde ich, ich will noch einen halben Schritt weitergehen. Mir ist wirklich aufgefallen, wenn man sozusagen so Bücher, wie ich habe es vorhin angesprochen, die Autobiografie von Mahmoud Zayn liest, wo er sagt, wir haben den Kiez beherrscht, wir haben den Krieg in die Straße getragen. Also ein ganz martialisches Vokabular bemüht. Wenn man das dann vergleicht mit der Berichterstattung in bestimmten Boulevardzeitungen, wo genau dasselbe Vokabular benutzt wird, und das dann wiederum vergleicht mit dem Vokabular bestimmter Ermittler, die das einfach seit Jahren machen und frustriert sind, und auch mit dem Vokabular bestimmter Politiker, dann stellt man fest, alle benutzen dasselbe Vokabular. Niemand stellt die Frage, ist das eigentlich angemessen? Also was bedeutet es, wenn man sagt, in einer Stadt wie Berlin beherrscht jemand einen Kiez? Das ist ja eine Dimension, die da aufgerufen wird, die ist ja jenseits all dessen, was wir wirklich beobachten. Oder sehe ich das falsch? Ich glaube, dass dieses Vokabular einfach auch übernommen wurde. Das ist eine Zuschreibung, die man dann auch einfach dankend angenommen hat. Da ist jetzt niemand gekommen und meint, haha, Mahmoud, guck mal, du bist absolut schwach, das schreibe ich ja nicht in mein Buch ein. Aber wenn ich mein Buch Der Pate von Berlin nenne und das dann halt meine Geschichte aufschreibe, dann ist es schon eher zum Titel passend, wenn ich sage, dass ich ein starker Mann bin, der Berlins Straßen kontrolliert hat. Mhm. Ich weiß zumindest, dass er mindestens einmal verhaftet wurde. Ich habe keine Ahnung, das war vor meiner Zeit, aber es gibt ja diese Reportage dort. Wenn ich irgendwas beherrsche, dann kommt niemand und geht so mit mir um. Also dann kann man... Das Problem, was ich damit habe, ist, dass wir Leuten, ohne mit den Augen zu zwinkern, irgendwie abkaufen, wenn die sagen, ey, ich habe ein atomares Waffenarsenal in meinem Keller zu Hause, aber sobald jemand sagt, ich bin nicht kriminell, ob du da jetzt mal nicht die Ausnahme bist. Man kann auch mal den kleinen Hamudis auf der Straße, die man da irgendwie einsammelt, um an Interviews zu kommen, auch ein paar Folgefragen stellen und auch ein bisschen kritischer darauf gucken, wie sehr sie die Straßen von Neukölln, Berlin oder dem Mars beherrschen. Irgendwelche Gedanken auf dieser Seite des Panels? Ja, also, klar, also teilweise ist es aus eigener Erfahrung.
dass ich massiv beleidigt werde auf Facebook oder Instagram. Mhm. Da folgen dann entsprechende Strafanzeigen, das mache ich immer. Dass ich auf offener Straße von einer gerade benannten Familie direkt angesprochen werde, ich soll doch meine Kinder aufpassen, und in Neukölln gibt es öfter mal Tote. So, da lasse ich mir alles nicht gefallen, und dann gibt es auch eine Reaktion. Das passiert mir jetzt nicht jeden Tag. Es gibt auch viele, die sagen, ey Falco, die, wobei ich immer so einen Augenzwinkern dahinter sehe. Aber ich habe keine Angst, durch Neukölln zu gehen. Mhm. Aber das finde ich dann auch schon bedrohlich, wenn meine Kinder ins Spiel kommen. Und ich weiß, meine Frau ist Polizistin, ich habe viele aus Neukölln, aus dem Räuberkiez, ich habe viele Polizisten aus meinem Freundeskreis. Und wenn dann eben gezielt nach dem Dienst hinterhergefahren wird, wo diejenigen denn wohnen, wenn Autoreifen angestochen werden und so weiter, das sind denn reale Bedrohungen, die Kolleginnen und Kollegen erleiden. Und das geht definitiv nicht. Und es geht von niemandem. Da sind wir uns ja völlig einig. Aber wir haben in Neukölln eben oftmals aus diesen Bevölkerungsgruppen eine eher höhere Bedrohungslage als anderswo. Herr Kuhn, Sie gucken gerade sehr skeptisch. War das Zufall? Ich hab gerade überlegt, also ich glaube, sowas würde ja, wenn das diese Familien, die da immer jetzt durch die Medien auch aufgegriffen werden, wenn die das betreffen würden, mir wäre das neu, wenn da irgendwo Polizisten ausspioniert, Reifen aufgestochen werden. Ich weiß nicht, ob es da Anzeigen gibt, aber ich glaube, das würde man mitkriegen. Ich glaube, ich kann mir schon vorstellen, dass Beamte auch Bedrohungsgefühle haben. Überhaupt keine Frage. Aber ich glaube auch umgekehrt, dass wir damit einfach nicht weiterkommen mit diesen Zuschreibungen anhand von Familienbegriffen. Wenn ich mir angucke, umgekehrt, was es heißt, wenn aus diesen Familien dann mal jemand probiert, eine Beamtenkarriere anzusteuern, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, das gab es auch. Übrigens aus meiner dann Familie. Dann heißt es, jetzt wollen die uns hier unterwandern, die Polizei. Da kommt einer, der hat einen bestimmten Familiennamen. Das ist bestimmt doch, ich habe Zuschreibungen gelesen, dass allein schon Polizeischüler die Kontakte ins sogenannte Clan-Milieu, und damit ist der Familienname gemeint, dass die Probleme bekommen und als Sicherheitsrisiko betrachtet werden. Und im Prinzip ist das natürlich auch ein Segregationsprogramm, und man kann nicht auf der einen Seite sagen, ihr seid Integrationsverweigerer, ihr nehmt die ausgestreckte Hand nicht, wenn man umgekehrt, jede Hand ist eigentlich im Prinzip bereit, wegen dem Familiennamen wegzuschlagen. Das kann es auch nicht sein. Herr Schachtel, Sie haben vorhin angefangen, was zu sagen, oder hat sich das schon erledigt durch erledigt? Es hat sich schon erledigt, okay. Ich habe den Gedanken auch nicht zu Ende gebracht. Das ist alles okay. Herr Lieke, aber die Leute sind doch bei der Polizei. Also sie sind doch da angekommen. Mein Cousin wurde nicht genommen aufgrund des Familiennamens und aufgrund der räumlichen Nähe zu Clan-Mitgliedern, also zu seinen Cousins. Die haben sich zu dritt beworben, zwei Bewerber wurden abgelehnt, weil die Vorstrafen hatten. Natürlich, also hätte ich denen vorher auch sagen können, hätten die mich um Rat gebeten, hätte ich gesagt, ja Kollege, es gibt den ein oder anderen Karriereweg, den du dir damit zugemacht hast, hättest du mich auch vorher fragen können. Aber der eine Typ da, der sich mitbeworben hat, hat sich nicht zu Schulden kommen lassen. Ist ein anständiger Typ. Wenn sie sich mit dem zusammensetzen, ist ein lieber Junge. Der wurde nicht genommen aufgrund von räumlicher und familiärer Nähe zum Clan-Milieu, wenn man das jetzt so nennen möchte. Dem wurde dieser Weg zugemacht. Also hat man namenstechnisch auch schon ein paar Probleme. Ich habe auch einen Cousin, der als Übersetzer vor Gericht arbeitet. Da machen die Richter auch hin und wieder mal Späße. Haha, Herr Schachur, normalerweise bin ich es ja gar nicht gewohnt, Sie in dieser Position sitzen zu sehen, sondern eher in dieser Position. Und diese Richter sind an zwei Sachen gescheitert. Einmal daran, nicht zu diskriminieren, und einmal daran, lustig zu sein. Sie haben auch auf Ihrer Webseite durchaus die Forderung platziert, dass die Polizei prüfen möge, ob sie unterwandert wird, und die Justiz. Sehen Sie das als ein massives Problem in dieser Stadt? Oder ist das nur eine mögliche, ganz theoretische, hypothetische Befürchtung? Also die Polizei muss schauen, wen sie in die eigenen Reihen holt. Aber macht sie das nicht so und so? Es wäre ja schlimm, wenn sie das nicht täte, oder? Es gibt immer wieder faule Eier. Das ist entweder von Polizeischülern,
oder eben aus dem Bestand heraus, auch aus dem Bereich des Rechtsextremismus, um das auch mal ganz klar zu benennen. Mhm. Das ist keine Frage. Es geht hier auch nicht um das Ausspielen von dem einen zum anderen. Aber wir müssen ganz genau schauen, welches Personal sozusagen am Ende für unsere Sicherheit zuständig ist. Und es ist nicht umsonst so, dass bestimmte Abfragemöglichkeiten jetzt auch für Polizeischüler gesperrt wurden, weil die das häufig gemacht haben. Damit sage ich nicht, dass das Polizeischüler waren, die aus bestimmten Familien gekommen sind, sondern das ist ein breites Spektrum. Aber klar, wir müssen schauen, gibt es Unterwanderungstendenzen, aber nicht in diesem ausschließlichen Kontext, den wir hier heute besprechen. Das ist völlig legitim, finde ich, dass der Staat wissen muss, wer für ihn arbeitet. Herr Kuhn? Darf ich da vielleicht mal, also in dem Papier, was Herr Muschabasch angesprochen hat, da ist von Clan-Mitgliedern ja regelmäßig die Rede. Und jetzt habe ich vorhin da zitiert aus dieser Essener Broschüre, wo auch klar gesagt wird, wir differenzieren nicht zwischen kriminell und nicht kriminell. Wenn es dann heißt, die Clan-Mitglieder dürfen nicht zur Ruhe kommen, dafür erhalten die beteiligten Stellen zusätzliches Personal. Mit allen rechtsstaatlichen Mitteln muss erschwert werden, dass Clans Unternehmen gründen und illegal erworbenes Vermögen legalisieren. So, letzteres wäre strafbar, das ist keine Frage, ist Geldwäsche. Aber wenn ich lese, mit allen rechtsstaatlichen Mitteln muss erschwert werden, dass Clans Unternehmen gründen. Wenn da jetzt jemand ist, der unvorbestraft ist, sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, der gründet ein ganz normales Unternehmen, meinetwegen eine Gaststätte, für die eine Konzession braucht, dann hat er doch, das werden Sie auch nicht abstreiten können, mit dem Nachnamen, den er trägt, das Problem, dass er sofort in dem Verdacht steht, eine potenzielle Geldwaschanlage für andere zu sein. Diese Leute, die segregieren sie doch. Das Problem ist doch, dass dann mit dieser Politik, ich habe das irgendwo, ich glaube, bei bei Frau Dienstbühl, die dafür, finde ich, teilweise sehr fragwürdige Forschung betreibt, gelesen, man müsse Vorbilder schaffen, sozusagen, dass man da aussteigen kann. Das Problem ist, welchen Weg soll denn eigentlich jemand gehen, um Vorbild zu werden, wenn ihm alle Türen zugeschlagen werden, sei es Polizei, sei es Selbstständigkeit, sei es sonst was. Und das alles auf dieser undifferenzierten Basis, wo wir alle hier am Tisch sagen, uns fehlt die Datenbasis, um überhaupt zu beurteilen, über was wir hier reden. Und da finde ich, ist die Politik deutlich drei Schritte zu weit nach vorne gegangen, um ein gefühltes Sicherheitsproblem der Bevölkerung, was medial verursacht wird, zu bekämpfen, ohne zu erforschen, wie tief das Problem eigentlich geht. Wollen Sie sonst, ich widerspreche ja nicht vollständig. Das ist ja, Sie haben ja jetzt einen sozusagen breiten Bogen auch geschlagen zu der Schwierigkeit, die auch Politik damit hat. Das ist ja gar nicht negiert. Das wird ja auch nicht sozusagen abgelehnt. Aber aus den Erfahrungen und aus den Informationen, die ich als Stadtrat eines Bezirkes habe, und ich kenne naturgemäß nur die offiziellen Veröffentlichungen des Landeskriminalamtes in dem Lagebild, was ich ehrlich gesagt auch zu dünn finde, brauchen wir aus den Bundesländern heraus, aus den Polizeien heraus, eine viel, viel breitere Betrachtung und Einordnung auch dieses Phänomens. Ja. Ohne Frage. Und da müssen aber andere Behörden ihren Beitrag leisten. Da müssen Jugendämter ihren Beitrag leisten, da müssen Wirtschaftsämter ihren Beitrag leisten, da müssen Informationen auch aus dem Immobilienbereich, aus dem Notarsbereich und so weiter mit einfließen. Und dann kommen wir aber auch schon wieder an rechtliche Grenzen, Daten überhaupt jetzt mal so ohne weiteres zu einzelnen Personen zu streuen oder weiterzugeben. Also das ist alles schon keine triviale Frage. Das weiß ich genauso. Das ist doch, das ist uns ja auch völlig klar. Nur anders können wir aus meiner Sicht dieses Phänomenbereich gar nicht einordnen. Was wäre denn, wenn es gar kein Phänomenbereich ist, sondern Kriminelle einfach kriminell sind und die nicht kriminell sind, einfach nicht kriminell sind? Vielleicht ist es einfach kein Phänomenbereich. Die sind nicht anders kriminell als andere Kriminelle. Ich sehe das nicht. Ich sehe nichts Clan-Spezifisches an den Straftaten, seien sie noch so spektakulär. Die hätte jede andere Tätergruppe auch begehen können. Und da würde mir beispielsweise ein Herr Geisel widersprechen. Aber Machen wir es einmal ganz konkret. Sagen Sie mal ein, zwei Sachen, wo Sie glauben, dass sich diese Art von Kriminalität unterscheidet von anderen Arten. Nur damit man als Zuschauer, Zuschauerin heute ein Bild davon bekommt.
Ich glaube, dass es, also es ist einfach auffällig, es ist auffällig anhand auch der spektakulären, Sie haben es gesagt, Straftaten. Und da reicht es einfach, wobei, das stimmt auch nicht ganz, weil mitunter Serieneinbrüche, die auch recht spektakulär waren, aber nie das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben, eben auch darunter fallen. Die Anzahl und der Umfang, also die Anzahl der Taten und der Umfang der Täter sind auffällig. Jedenfalls das, was ich für Neukölln sagen kann. Und daraus ziehe ich eben meine Ableitung auch von den Informationen, was ich über Neukölln hinaus habe. Das kann ich jetzt natürlich auch nicht in der epischen Breite hier darlegen, aber dazu ist ja auch Polizei und LKA da. Aber das funktioniert ja jetzt wiederum, nur, wenn Sie als Bezugsgröße die Familie schon mitdenken. Ich habe Herrn Schachrud jetzt so verstanden, dass reden wir mal nur über die Kriminalität, also die Art der Taten. Ist an der Art und Weise, wie diese Taten begangen werden, irgendetwas spezifisch? Das war die Frage, so habe ich Sie verstanden, Herr Schachrud. Also es wird nicht jeden Tag das grüne Gewölbe ausgeräumt. So, das ist schon was Besonderes. Wird auch nicht jeden Tag die Maple Leaf geklaut. Ja. So, es gibt natürlich Dutzende Taten, die sozusagen völlig unterm Radar der Öffentlichkeit laufen, die aber auch sozusagen aus einer bestimmten Familie heraus begangen werden. Damit meine ich ja auch nie alle. Naja. So. Aber da muss man das halt auch so sagen. Muss man das halt auch so sagen. Ich meine nicht alle. Und sobald ich Clan-Kriminalität sage, meine ich aber alle. Weil wir da als Kollektiv sind der Clan, die Familie, die Verwandtschaft. Die Kriminellen sind kriminell für sich alleine. Ja, ich bin Künstler. Wir können jetzt auch nicht sagen, ja, die Charot-Familie, die Künstlerfamilie, macht doch keiner. Auf die Idee würde ich auch gar nicht kommen. Wir kommen auf die Idee, das mit Kriminalität zu tun. Und das hat übrigens ganz, ganz reelle Auswirkungen auf die Leben der nicht kriminellen Mitglieder, die absolut überwiegen. Ich weiß. Ich bekomme ganz, ganz schwer eine Wohnung. Ich habe mit Leuten beispielsweise aus der Familie Abu Chaka gesprochen, weil mir das gerade in den Sinn kommt. Die kriegen kein Bankkonto. Mhm. Leute von der Familie, die Sie jetzt gerade meinen, bekommen auch kein Bankkonto, können sich keinen Laden mieten, wenn sie einen Laden aufmachen wollen. Die können einen Scheiß machen. Die können nicht mal einen Handyvertrag machen. Weil sie den Namen tragen, weil Clan-Kriminalität und nicht, weil die Typen sind einfach kriminell. Es ist eine kriminelle Bande, die irgendwo eingestiegen ist und was hat mitgehen lassen? Weil es um Kohle geht und nicht um Familie. Da profitiert nicht die ganze Familie von, da profitieren die Leute von, die das gemacht haben. Und wenn man sich das ausrechnet, weiß ich jetzt auch nicht, wie krass diese spektakulären Coups für die gewesen sind. Herr Singelstein? Ja, ich würde da ganz gerne nochmal anknüpfen. Ich glaube, also es verschwimmen zwei Ebenen so ein bisschen. Ne? Mhm. Klar, wir haben diese spektakulären Taten, ne, die in der Öffentlichkeit auch so eine, also diese 5, 6 Taten aus den letzten 10 Jahren, muss man ja auch mal sagen, die sehr spektakulär sind und die eine große Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung spielen und dann eine ganze Reihe von Taten, die unter diesem Radar stattfinden. Und trotzdem ist es ja nur ein sehr kleiner und sehr spezifischer Ausschnitt dessen, was an Kriminalität stattfindet. Das ist für Sie aus einer Neuköllner Perspektive, finde ich das relativ klar, dass es irgendwie für Sie anders auf dem Teller liegt als für andere Leute. Aber ich glaube, man muss sich nochmal bewusst machen, dass es ein sehr kleiner Ausschnitt selbst aus der registrierten Gesamtkriminalität ist. Ne? Und ich würde jetzt sagen, VW-Abgasskandal finde ich auch ziemlich spektakulär oder Wirecard finde ich auch ziemlich spektakulär. Aber es ist irgendwie was uns als Gesellschaft nicht so anfixt und nicht so bewegt und nicht für so ein Aufsehen sorgt. Und ich glaube, wir müssen uns nochmal klar machen, es ist wirklich ein kleiner Ausschnitt dessen, was insgesamt an Kriminalität in der Gesellschaft stattfindet, ein sehr kleiner Ausschnitt. Und die öffentliche Aufmerksamkeit und auch die politische Aufmerksamkeit, die das erfährt, die also führt dazu, dass es in einer noch größeren Dimension wahrgenommen wird, als es ohnehin schon wahrgenommen wird und die dem tatsächlichen Geschehen eigentlich nicht mehr gerecht wird. So, das ist das eine. Und das andere ist, dass es dann diese Pauschalisierungskomponente bezüglich der Familien gibt, ne? Dass die Perspektive auf die Familien insgesamt erfolgt. Und ich glaube, die beiden Dinge muss man ein bisschen auseinanderhalten, weil es zwei Probleme eigentlich in dem Kontext sind. Dieses Aufplustern spielt übrigens genau diesen Leuten in die Karten, die Sie und mich und uns alle hier stören, diese Profilneurotiker, die sich dann irgendwo in Reportagen hinstellen und sagen, ja, meine Familie ist zu 120% kriminell, bla, keine Ahnung, irgendwelche Trottel, die man da vor die Kamera sich holt, weil man keine besseren Leute bekommt und sie dann einfach sprechen lässt. Aber wenn man dieses Phänomen größer macht und die Leute größer macht, als sie eigentlich sind, werden die auch nicht leiser. Das ist meine Erfahrung jetzt in dieser ganzen Arbeit, Podcast, Buch etc. pp. Da tun wir uns allen keinen Gefallen mit. Ich würde gerne auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit so langsam zum Ende kommen und ich würde gerne als letzte Runde etwas versuchen, was Sie vielleicht noch nie gemacht haben. Ich habe das auch noch nicht gemacht, aber ich fände es total interessant, von jedem von Ihnen einmal kurz zu hören,
Gibt es irgendeinen Punkt, an dem Sie jetzt von einem der anderen drei was gelernt haben? Gibt es irgendwas, was Sie mit nach Hause nehmen und sagen, oh, das wusste ich vorher nicht, da hat sich irgendwas bei mir geändert? Auch wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Einfach auch, um mal zu sehen, kommt man voran in der Debatte oder dreht man sich im Kreis? Herr Schachlot, fangen Sie gerne an. Ich glaube, dass wir alle gar nicht so weit voneinander weg sind, was so das Ziel angeht. Ich glaube, dass wir wirklich einfach nur, und das habe ich heute mitgenommen, dass wir verschiedene Methoden dafür in Erwägung ziehen würden. Aber man müsste sich dieses Gespräch nochmal angucken, weil so aus dem Fluss heraus ist immer schwierig. Herr Singelstein? Ich fand es ganz gut zu hören, dass Herr Lieke so ein, also viel von Prävention gesprochen hat und so ein, finde ich, dann doch differenzierten Blick auf das Phänomen hat, ne? Weil ich habe eher den Eindruck, wenn ich Kriminalpolitik oder Teile der Kriminalpolitik sonst so wahrnehme, dass das eher da jedenfalls in der Außendarstellung nicht passiert. Ne? Also wenn ich mir jetzt auch den Bundestagswahlkampf nochmal angucke und was es da an CDU-Spots gab oder diesen Lamborghini mit den Einschusslöchern angucke und so, dann habe ich eher das Gefühl, das trägt schon sehr stark dazu bei, dass es in der Öffentlichkeit in der Art und Weise wahrgenommen wird, wie wir es heute hier thematisiert haben. Und da würde ich mir wünschen, dass auch Kriminalpolitik und Rechtspolitik so ein bisschen mehr sich der Verantwortung erinnert, dass wir für eine differenzierte Debatte in der Gesellschaft alle Sorge tragen, und es hat mir gut gefallen zu sehen, dass es offensichtlich diese differenzierte Perspektive durchaus gibt. Haben Sie irgendwas mitgenommen? Also dadurch, dass ich mich ja schon intensiv, umfassend auch mit dem ganzen Thema beschäftige, nicht so wirklich, wo ich jetzt sagen kann, das war jetzt der Punkt, auf den bin ich überhaupt noch nicht gekommen. Aber natürlich nehme ich das ernst, auch das, was Herr Scharur sagt, und wir haben uns ja auch im Vorfeld diverse Male ausgetauscht, was das bedeutet eigentlich für die Familien. Ich habe das auch in anderen Zusammenhängen auch immer wieder mich gestellt und auch versucht, meine Position zu erklären, dass ich eben nicht der Hardliner bin, der jetzt allen Clans die Kinder wegnehmen will. Das Thema hatten wir heute gar nicht, das will ich jetzt auch gar nicht aufmachen, weil es auch nicht so ist. Aber damit werde ich diesen Button habe ich nun mal an der Stirn zu kleben. Aber trotzdem bin ich dankbar dafür, wenn ich die Chance habe, das zu erklären, was eigentlich dahinter steckt. Dass es nämlich wichtige, entscheidende Kinderschutzfragestellungen gibt, die in unserer Bundesrepublik im Kontext mit Kriminalität überhaupt noch gar nicht, das ist eben auch noch ein Feld, was offen ist in der Kriminologie, noch gar nicht aufgearbeitet ist. Und für mich ist ein ganz entscheidender Punkt, dass wir mehr Informationen bekommen, um einfach auch qualifizierter sagen zu können und um diesen Phänomenbereich, sag's wieder, entsprechend einordnen zu können, welche Bedeutung hat das überhaupt? Wenn Sie wollen, ist das vielleicht der Punkt, den ich heute für mich mitnehme, zu sagen, wir brauchen mehr wissenschaftliche Informationen, eine vernetztere Informationsmöglichkeit, um überhaupt einordnen zu können, wie dramatisch ist es wirklich. Herr Kohn? Sie haben das Schlusswort sozusagen. Oh, ja, vielleicht, also ich fand es erstaunlich, dass wir, obwohl wir alle vier hier aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken, dass es so ein bisschen was von Karl May Festspielen hat. Karl May hat ja auch über Sachen geschrieben, die er selber eigentlich nicht gesehen hat, und dass das fehlt. Was mir gut gefallen hat, ist, im letzten Koalitionsvertrag bundesweit stand drin, dass man eine evidenzbasierte Kriminalpolitik anstreben würde. Hat die Große Koalition meines Erachtens nicht eingelöst, dass sie wirklich evidenzbasiert war. Und ich finde es beruhigend, wenn Politik, so wie Sie es heute gesagt haben, tatsächlich noch ein Interesse hat zu sagen, wir müssen natürlich auch die empirischen Daten haben, um zielgenau zu gehen. Und bei aller Freundschaft oder Interesse, dass Sie da an Spiegel TV haben, das ist natürlich nicht die Empirie, mit der wir, meine ich, politisch arbeiten können. Und wenn da die Politik offen bleibt und sagt, wenn wir da Schritte machen, die eine Bevölkerungsgruppe so gefährdet, eigentlich auch durch die Stigmatisierung, dann nehmen wir uns ein Stück zurück und gehen Richtung evidenzbasiert, dann haben wir viel gewonnen. Aber das habe ich so von Ihnen, nicht von Ihnen persönlich, aber so aus der Politik heute auch das erste Mal so gehört. Wunderbar. Dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als mich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu bedanken. Ich wünsche Ihnen noch ein opulentes Programm mit erkenntnisreichen weiteren Veranstaltungen, und wir verabschieden uns aus dem SO36.